Ja, hoho und herzlich willkommen hier beim Koali und bei einer neuen Runde Vampire the Masquerade V20. Und ja, ich spiele heute mal wieder nicht alleine, sondern ich spiele wie immer mit vier jungen Vampiren, die Menschen, nein, umgekehrt, die Menschen, die Vampire spielen. Jungen Menschen, die alte Vampire spielen. So. Ja. Und ich begrüße auch ganz recht herzlich die Feramin und den Spoon. Und den Mischka, die schon im Chat sind. Ja, und ich spiele mit Sera als Emma Williams. Wie immer, ohne Bild. Und ich spiele mit Joe als William Andrews, auch ohne Bild. Genau, Morty for Morse. Und ja, der Mischka spielt Jonathan Bauer. Und ich habe jetzt. Moment, musste ich auch wieder einblenden. Moment, wo bist du denn? Da. Ja. Und last but not least, Leopardin 202 als Melina Farinadis. Guten Abend. Ja, wir befinden uns in der Jetztzeit, wie man so schön sagt, im guten alten Chicago. Das mehr oder weniger geplagt ist von einigen Problemchen der amerikanischen Problemwelt. Ja, was auch immer, die Vampire scheint es nicht sonderlich zu interessieren. Die haben ihre ganz eigenen Probleme. Zum Beispiel unsere kleinen Vampire sind neu in der Stadt, haben zwar den Prinzen als Best Buddy an ihrer Seite, allerdings scheint es irgendjemand zu geben, der den Prinzen nach der Macht strebt und damit auch des Prinzen liebste Spielzeuge, a.k.a. unsere vier Vampire, aus dem Weg schaffen will. Wäre das noch nicht genug Probleme, haben unsere vier Vampire außerdem eine Jungvampirin namens Portia an der Hand, die sie betreuen müssen. Ja, und wir schauen mal, wo das so hinführt. Denn beim letzten Mal ist was passiert? Mich unheimlicher Vertreter unserer Art öffnete und nach unserem Begehren fragten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer ihn so extrem unheimlich fand. Ich glaube, das war sogar ich. Und er sagte uns dann, wir sollen mal im nahegelegenen Tierheim nachschauen. Dort wäre Maureen. Auf dem Weg dorthin wurde Emma von ein paar Halbstarken auf dem Spielplatz angepöbelt. Einer von denen machte einen auf den Super-Anarchen und wollte uns auch so ein bisschen anwerben, was wir aber erstmal ausgeschlagen haben. Und ja, wir fanden dann tatsächlich Maureen in dem Tierheim. Sie wusste nicht genau, warum wir angeklagt sind, also welchem Event genau, aber sie wusste, dass die Anklage von dem Tremere kommt, was natürlich Jonathan wieder aufhorchen ließe. Mir jetzt aber nicht ganz klar ist, warum die alle angeklagt haben, nicht nur mich, aber naja. Werden wir dann sehen. Ja, als wir dann mit Maureen gesprochen haben, das erfahren haben, sind wir erstmal nochmal von ihr weg, haben dann uns ja, versucht, einen Schlachtplan auszudenken. Die grundlegende Idee war, Menele zu suchen. Ja, Jonathan hatte ein wenig Ärger damit, Portia erstmal aus Hörreichweite zu bekommen, bis er auf die Idee kam, hier gehen mal die Jungs auf dem Spielplatz so ein bisschen trollen. Das hat sie dann auch gemacht. Dann sind wir wieder zum Maureen zurück. Kamen dort auf die Idee, dass wir die einzelnen Primogenen, die ja quasi abstimmen, was mit uns geschieht, davon überzeugen, dass wir die Guten sind. Maureens Stimme haben wir, beziehungsweise auf jeden Fall William schon mal. Und ja, danach sind wir in ein Starbucks. Und da wollte Maureen uns zeigen, wie wir uns nähren. Das hat sie auch ziemlich gut hingekriegt, so mit Hut über die Kamera und dann nach dem Nähren der Angestellten befehlen, dass sie die nächsten Woche, 24 Stunden am Tag, die Kameras reparieren soll.
weil die kaputt werden. Ja, die letzte Szene habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Plan. Da müsste mir jemand helfen. Ich glaube, das war's aber auch soweit. Ah. Ja. Gut zusammengefasst, was beim letzten Mal passiert ist. Ja, und ja, wo möchtet ihr einsteigen? Wir sind immer noch am selben Abend oder wollt ihr schon noch mal irgendwie einen Tag weiter drehen? Ich denke, Zeit ist Geld. Wir sollten schon am gleichen Abend einsteigen und dann den nächsten Primogen aufsuchen, oder? Das liegt Was ganz sagt bei die Gruppe? euch. Was sagt die Gruppe? Ich würde sagen, so machen wir das. Gut, dann steht ihr immer noch auf den nicht heute mal ausnahmsweise nicht verregneten Straßen Chicagos und harrt der Dinge, die da kommen. Weiß denn jemand, wo wir noch einen anderen Primogen finden? Also ich nicht, nein. Ich guck mal zu Emma und Melina. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr darüber im Club erfahren, Also ich zumindest wo hätte. die. Okay, die Palin ist ganz schön zeitverzögert und abgehakt. Ja. Ja, ich höre euch auch ganz schlecht. Ich habe gerade ungefähr nur ein Drittel der Recap überhaupt mitgekriegt. Ich hoffe, das klappt. Ich habe hier massive Tonprobleme. Ich habe gehört, dass der, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der Primogen meines Clans sich vielleicht an der Universität rumtreiben könnte. Der Kritias, Der ja. Kritias, ja. Kritias. Wobei wir ja beim letzten Mal für die Zuschauer, die nicht dabei waren, gemerkt haben, dass Medina gar kein Bruja ist. Aber naja, sie sagt, also in Time wissen die anderen davon nichts. Ja. Und beim Tippen einmal muten. Das wäre ganz Ach nett. so, ja. So, ja. Also der Dr. Kritias an der Uni, der wäre ein Anlaufpunkt, ja. Ansonsten, ja, der Primogen der Ventru ist natürlich Lodin. Ja. Den haben wir ja auf unserer Seite. Den habt ihr auf eurer Seite, ja. Jetzt müsstet ihr Und halt. die einzigen, die wir kennen, so bezüglich Toreador, sind im Club. Ja, genau. Das würde dann so auf den Boden gucken und bei den Tremere brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen. Als wir die Kleine da überstellt bekommen haben, haben wir da irgendwie spitz gekriegt, wer der Primogen der Toreador ist? Bei der Kleinen, nein. Ja, und also die Toreador sind halt, ja, also du weißt nur, also Emma weiß nur von Portia, dass sie ein Toreador ist. Und dann weißt du von deinem Erschaffer, dass er Toreador ist. Aber sonst kennst du tatsächlich gar keine Toreador hier. Du hast noch keinen kennengelernt sonst. Weil du hast dich ja auch gut rausgehalten aus der ganzen Society. Ja, wollte ich auch, aber meine Genau. Vermutung ist doch, dass der andere auch ein Toreador ist. Der Erschaffer von Portia, ja, der ist ja tot. Nein, der Besitzer des Clubs. Ach, der Besitzer des Clubs, der Brennan. Ja. Das könnte sein. Der wollte mich ja auch wandeln. Und Das könnte natürlich sein. Er hat mir ja die Kleine, oder uns die Kleine aufgehalst, also gehe ich ja davon aus, dass er da irgendwie mit den Toreador zumindest zu tun hat. Deswegen würde ich den dann ansprechen, wenn ich auf der Suche bin. Ansonsten die Malkavianer habt ihr ja auf eurer Seite. Die ja, von den Bruja habt ihr schon gehört. Was gibt's sonst noch? Nosferatu gibt's noch, Gangrel gibt's noch, höchstwahrscheinlich.
die aber da von den beiden, zumindest mit den Nosferatu, hattet ihr schon mal ganz am Rande zu tun. Zumindest Jonathan hatte mit denen am Rande schon zu tun. Aber sonst, von den Gangrel habt ihr noch nie was gehört, sonst. Also höchstens, dass es den Clan gibt. Und sonst gibt es. Ja, Kai Tiff wird es wahrscheinlich irgendwo geben. Das hat Jonathan ja beim letzten Mal auch schon herausgekriegt. Dass es wohl Kai Tiff in der Stadt gibt. Mhm. Ja. Also, wo soll es hin? Zuerst in den Club? Zu Brennan? Oder eher zur Uni, zu dem Dr. Kritias? Melina, da wir bei dir definitiv wissen, wo dein Primogen ist, sollten wir vielleicht zuerst ihn aufsuchen. Gut, dann gehen wir zur Universität. Ja, zumindest habt ihr auch schon zwei Leute von euch schon Kontakt gehabt mit dem Dr. Kritias. Jonathan und Melina. Ja, dann geht ihr zur Universität. Es ist schon, wie gesagt, fortgeschrittener Nacht. Fällt euch allerdings nicht schwer, da irgendwie jetzt durch die Straßen Chicagos hinzukommen. Wenig Verkehr. Ja, die Uni ist allerdings wie nachts immer geschlossen. Also, ich kenne da einen guten Eingang. Also, ich meine, hier haben wir auch mal gewrestelt in der Turnhalle in der Universität. Und da habe ich definitiv einen Weg gefunden, wie man raus und reinkommt ungesehen. Einfach über den Hinterhof. Aber warum sollten wir reinkommen, wenn niemand drin ist? Nun, weil wir hier hingefahren sind und der Weg ist nicht umsonst. Naja, wenn der Kritias, von dem, was ich gehört habe, von dem, wie hieß denn der, den wir letztes Mal getroffen haben? Der mit der Lederjacke. Der sagte doch, er wäre entweder in der Universität. Ja, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Universität, weil er sich da oft aufhalten würde. Mhm. Da der nun einer von unserer Sorte ist, kann der ja tagsüber nicht hier sein. Da muss der ja nachts hier sein. Dann sollten wir den mal irgendwie suchen. Gibt es irgendwie, also kommt man gar nicht rein oder gibt's? Ja, ihr seid jetzt halt zuerst mal zum Fronteingang, halt da, wo man sonst halt immer in die Bibliothek reingeht. Wo auch Jonathan und du halt auch schon öfters rein und raus gelaufen sind, da geht's halt bis relativ spät in den Abend, ist das halt geöffnet, weil immer Abendveranstaltungen irgendwo sind. Allerdings seid ihr jetzt so spät unterwegs schon, dass es da jetzt auch diese Veranstaltungen jetzt schon vorbei sind. Das heißt, die Fronttür ist auf jeden Fall zu und auch die Fenster zur Front raus sind alle dunkel. Wir könnten den Seiteneingang probieren, oder? Oder schauen, wo noch nicht in irgendeinem Fenster ist. Ja, da seid ihr auch vorgeschlagen. Und dann irgendwie zu einem schwarzen Brett oder so gehen. Es muss ja irgendwo einen zentralen Ort geben, wo man sehen kann, wo welche Fachbereiche untergebracht sind und wo welcher Prof sein Büro hat. Ich würde einfach mal auf der Uni-Homepage gucken, auf meinem Smartphone nach Dr. Kritias und Raumnummer und so weiter. Der Dr. Kritias ist in der Tat nicht beim aktiven Lehrpersonal, sondern ist ein Emeritus. Also ein Professor, der nicht mehr aktiv lehrt, sondern halt für einzelne Veranstaltungen noch herangezogen wird. Quasi ein Professor im Ruhestand. Und der hat allerdings ein Büro. Was schon relativ merkwürdig ist. Kann man von der Homepage auch einsehen. Und da zwar ist das nicht im richtigen Uni-Gebäude, sondern im Bibliothekstrakt. Ja, laut Uni-Homepage hat der Dr. Kritias hier Bibliothekstrakt irgendwo ein Büro. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, ob wir hier irgendwo reinkommen. Ich gucke mal, ob da eine Kontakt-E-Mail auf seiner Seite ist. Dann würde ich ihm auch eine Mail schreiben. Steht vor der Tür. Und rein. Ja.
Kannst du ihm eine E-Mail schreiben, schickst sie ab. Währenddessen lauft ihr schon um das Uni-Gebäude herum und seht dann auch das Bibliotheksgebäude. Und da ist tatsächlich noch, das ist ein Gebäude, das hat eine große Glasfront, wo man halt von außen halt auch die, so das Treppenhaus einsehen kann und so. Und ein ziemlich moderner Bau für Chicago-Verhältnisse. Und hier brennt tatsächlich noch Licht. Als ihr an der Tür seid, ist allerdings die Tür verschlossen. Hast du auf der Homepage auch eine Telefonnummer von seinem Büro gesehen, Jonathan? Ich schau doch mal nach. Ja, E-Mail hast du ja geschrieben, Telefonnummer gibt's auch. Ja. Ja. Oh ja, natürlich. Dann rufe ich mal an, oder? Mhm. Ja, dann. Würde ich vorschlagen. Wähle ich mal die Nummer und guck mal, wie man dran geht. Okay. Ja, es geht erst nach ganz langem Klingeln. Also es gibt lässt 3, 4, 5 Mal klingeln. Das ist ja so der Zeitraum, wo sonst immer ein Anrufbeantworter anspringen würde. Allerdings geht kein Anrufbeantworter dran und lässt noch ein bisschen weiter klingeln. Und tatsächlich geht dann eine etwas gehetzte Stimme von einer Frau ans Telefon. Bibliothekstrakt, Dr. Kritias Büro. Wer stört um diese Zeit? Ja, guten Tag. Mein Name ist Dr. Jonathan Bauer. Ich müsste dringend Dr. Kythias sprechen. Ich bin mit Mrs. Farinadis und Mrs. Williams und Mr. Andrews hier. Dr. Kythias kennt uns. Ah ja. Okay, ich schreibe mir da, wie war das noch? Farinadis, Williams, Andrews und Bauer. Wie der Bauer. Ja. Ah. Deutsche Vorfahren. Indeed. Ja, interessant, interessant. Ja, warten Sie. Wo stehen Sie denn? Vor der Tür. Vom Seiteneingang des Bibliotheksgebäudes. Die ist verschlossen. Vom Seiteneingang? Ja. Okay, dann komme ich da jetzt hin. Das ist nett. Vielen Dank. Bis gleich. Ja, lege ich auf und teile euch das mit. Eine Sekretärin von Dr. Kritias öffnet uns gleich die Tür. Ja, geht runter. Also, ihr bleibt stehen, aber die Frau geht herunter. Und ihr seht sie durch die Glasfront halt auch die Treppen heruntersteigen. Sie sieht nicht nach Sekretärin aus, es sei denn, die Sekretärin in der Chicagoer Uni tragen eine, ja, so eine Art Polizeiuniform. Also die sieht eher aus wie ein Polizist als wie eine Sekretärin. Würde jetzt nicht weglaufen, sondern trotzdem warten. Okay. Ja, dann kommt sie unten in der ersten Etage irgendwann an und hört so ein Summer für die Tür. Ja, für die Tür und halt den Damen auf. Ja, mit so einem lauten Klicken geht die Tür dann auf und ihr könnt durch den Seiteneingang ins Bibliotheksgebäude hinein. Ich sag ja zumindest nett guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Ja, Abend. Jetzt, wo ihr näher dran seid, seht ihr auch, dass es halt eine, so eine Uni-Polizei ist. Die gibt es ja in Amerika öfters, also Universitäts-Security. Ja, scheint aber recht freundlich, lächelt euch an. Hat irgendwie, man sieht so einen Pfefferspray am Gürtel und so einen kleinen Teleskopschlagstock, der eingefahren ist, am Gürtel festklemmt. Ja, folgen Sie mir doch, wir müssen in den Keller. Oh, ja, natürlich. Ja, geht vor und schließt dann irgendwie so eine dicke Kellertür auf, wo ganz groß Archiv draufsteht.
Und es geht dann so eine steinerne Treppe, die ja, ist eher bei so modernen Gebäuden, die so viel Beton enthalten, ist halt nur so ein ganz grauer Beton, der mit so einer Lasur übertüncht ist, dass halt das halt nicht verwittert und nicht nichts abbricht oder so, aber es ist halt so total karg eingerichtet. Und ein metallenes Geländer. Und wenn man da jetzt die Treppen heruntersteigt, ja, es riecht so ein bisschen nach altem Buch, wenn man da runtersteigt. Und ja, es brennen ja, man kann schon fast sagen, Baustellenlampen an den Wänden, die sorgen für Licht. Also keine richtige Neonbeleuchtung, sondern eher so funzlige, alt. Das ist, als ob die nicht diese Neonröhren überall eingezogen hätten, sondern ein wirklich alte Glas, also diese alten Glühbirnen, dieses weiß-gelbliche, etwas smoothere Licht machen als Neonlicht. Also ein schöneres Licht anstatt dieses Neon-Ding. Kommt an einem Kopiergerät vorbei, was da steht. Und das hört sich an wie der Keller unseres Gebäudes, ja. Und ja, biegt um eine kleine Ecke. Und ihr seht halt auch schon die Archivwände. Also wer das schon mal gesehen hat, in so einem Bibliotheksarchiv sind halt so große. Ja, so Säulen, die man halt bewegen kann mit so einem Rad. Und da sind ganz viele, könnt ihr da schon sehen. Und biegt um eine Ecke und dann ist tatsächlich hier eine Couch-Garnitur, eine alte Leder-Couch-Garnitur in einer Ecke aufgebaut. Auf einem kleinen Beistelltisch steht eine Kerze, die brennt, was in einer Bibliothek sehr eigenartig ist. Eine alte Stehlampe, die auch ein schönes warmes Licht wirft. Und mit übereinander geschlagenen Beinen in einem alten Tweedanzug Dr. Clitias, den zumindest Jonathan und Melina schon mal gesehen haben. Und ich guck mal, ob ich hier ein Bild irgendwo noch von ihm habe, ob ich den schon hier reingezogen habe. Ansonsten mache ich das jetzt noch schnell auf die Schnelle. Ja, der sitzt da. Ja, wenn die Sicherheitsdame uns nicht vorstellt, würde ich mal hingehen. Guten Abend, Dr. Grisias. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Wir müssten mit Ihnen reden, wenn Sie Zeit hätten. Er blickt so aus so einem großen, dicken, alten Buch irgendwie blickt er dich an, hat so eine ganz kleine Brille auf der Nase und schiebt die so ein Stück nach oben, dass sie mir so auf der Stirn sitzt. Die Stirn ist so in Falten und schaut dich so ein bisschen an, als könnte er durch die Dunkelheit nicht richtig sehen. Also es ist nicht wirklich dunkel, aber es ist diese gelblichen Lichter werfen halt weniger Licht, als eigentlich erwünscht wäre hier. Und es sieht so ein bisschen danach aus, als ob er nicht richtig durch diese dunklen Ecken irgendwie hindurchgucken kann. Und ja, setzt die Brille dann wieder auf, schlägt das Buch mit einem lauten Papp zu und sagt dann: Oh, Dr. Bauer. In der Tat. Und Miss Farinallis kennen Sie ja sicherlich ziemlich gut. Ja, natürlich. Und wenn ich vorstellen darf, das ist Mrs. Williams und Mr. Andrews. Ich nicke ihm zu und sage guten Abend. Ja, guten Abend. Wie komme ich zu der Ehre, gleich vier Frischlinge hier in meinem Archiv begrüßen zu dürfen? Ich würde mal Melina anschauen, weil sie kennt ihn ja besser. Naja, besser. Ich habe ihn zweimal getroffen, aber naja, ob das jetzt der Ehre ist, uns zu treffen heute, das lassen wir mal dahingestellt. Jedenfalls kommen wir mit einem Anliegen, Professor Critias. Also der etwas ältere, weißhaarige Mann schaut euch noch mit seinen Augen auf, nimmt dann die Brille auch ab, legt die auf den Beistelltisch auf das Buch
Ja, ich kann euch irgendwie helfen, habe ich gehört, ja. Ja, die ist irgendwie ungemütlich hier. Vielleicht setzt ihr euch auf die Möbelstücke hier. Wir sind ja oft, na, es passt nicht für vier, aber vielleicht, wenn ihr die Lehnen mit benutzt. Oder ihr könnt auch stehen, das ist egal. Ja, ich würde dann anzeigen mit der Hand, dass ich den Damen den Vortritt lasse. Ja, ich setze mich dann auch auf einen. Ja, danke, Stunde. Ich setze mich da auch wohl hin. Mhm. Ja. Dann setzt ihr euch und dann ja, sitzt ihr da immer noch mit übergeschlagenen Beinen und ja, dreht so ein bisschen Däumchen, während ihr euch hinsetzt und meint dann so, ja, wie kann ich denn genau helfen? Naja, Sie haben ja wahrscheinlich auch schon eine Einladung für morgen Abend bekommen, richtig? Mm. Wir sind da leider in Probleme reingeraten, aus denen wir wahrscheinlich alleine nicht so leicht wieder rauskommen. Erstmal wüssten wir natürlich gerne mehr über diese Anklage und was uns überhaupt zur Last gelegt wird. Aber zum anderen glaube ich, dass wir auch Beistand brauchen werden, um das irgendwie zu überstehen. Und auch deswegen kommen wir heute zu Ihnen, Professor. Ah. Ja. Ja, die Anklage. Ja, die wird eigentlich so nie vorgebracht, das zumindest nicht vor der Versammlung. Das hat seine Gründe. Deswegen kann ich euch in der Sache nicht schon mal nicht weiterhelfen. Allerdings, ja, wenn es zu einer solchen Verhandlung kommt, dann ist es schon etwas Ernstes, ja. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, warum man euch denn ans Leder will. Naja, was wir bis jetzt in Erfahrung gebracht haben, ist, dass diese Anklage vom Haus der Tremere gegen uns vorgebracht wird und unser guter Jonathan, er hat sich bedauerlicherweise mit seinem Haus etwas überworfen. Ich kann es nicht verdenken, das Haus der Tremere ist jetzt ja auch nicht das angenehmste, verzeiht. Wenn ich euch da jetzt irgendwie Unrecht tue, aber... Nun, Tremere und Bruha sind seit Jahrhunderten im Streit. Ist die Tremere mit fast jedem im Streit. Naja. Hört ihr mich? Ja. Ist die Polizistin noch da? Die Polizistin ist da, ja, die hat da gestanden, als ihr euch hingesetzt habt, ist sie halt wieder nach oben gegangen. Okay, gut. Ja, ihr habt das Bild von dem noch gar nicht im Doc. Das werden wir jetzt direkt mal ändern. Moment, das war mir noch nicht bewusst. Von ihm haben wir im Doc. Haben wir? Ja, ganz unten. Okay, gut. Dachte ich schon. Gut. Dann habe ich deine Nachricht hier falsch interpretiert. Vom allerersten, von dem Anarchen, da steht doch kein Name drüber. Ich habe mich vorher nicht mitbekommen. Ach so, der heißt Damien. Okay, ja, wo waren wir? Irgendwie, ihr sitzt da und Emma hatte gerade was gesagt. Entschuldigung, nochmal, wiederhol das nochmal. Nee, ich hatte nur gefragt, also ich würde mich umgucken, ob die Polizistin noch da ist. Ja, die war ja, wie gesagt, schon gegangen. Und ja, der Kritias nimmt so diesen Beistelltisch, dreht den so ein Stück rum, könnt ihr das auch erkennen, dass da so eine Tür ist an der hinteren Teil des Tisches, also so ein massiver Tisch. Und drückt so ein bisschen diese Schiebetür, die da drin ist, irgendwie so an die Seite und holt so eine Flasche mit einem roten Flüssigkeit raus und ein paar Gläser und stellt die auf den Tisch oben drauf und gießt ein. Ja, wenn er mir ein Glas anbietet, poste ich ihm zu und trinke auch.
Nun, Herr Bauer, wir haben Ja. uns ja schon mal kennengelernt und In der Tat, in der Tat. ja, eine schlechte Wahl haben Sie da getroffen an dem Abend. Sie wären besser bei mir geblieben, hätten mit mir weiter debattiert. Wa? Das tut mir fürchterlich leid, Herr Doktor. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das getan. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihrer jungen Gefährtin und guckt so Richtung Melina. Ja, das werde ich in Zukunft, Herr Doktor. Das werde ich. So, und euch beide kenne ich ja schon richtig, aber wer sind denn die anderen? Ich meine, ich habe von euch gehört. Und wir haben uns, glaube ich, auch schon mal gesehen bei im Succubus-Club. Zumindest ist mir Miss Williams im Gedächtnis geblieben. Wie könnte sie auch nicht bei diesem Anblick? Ein komischer Blick, Augenbraue hochgezogen in die Richtung von dem. Ja, ich lächle ihn nur an. Wer ist denn der junge Mann, an den wir hier noch haben? Also jetzt hört es aber. Siri, hast du das gehört? Siri, hast du das? Der fragt tatsächlich. Der fragt, wer wir sind. Du und ich. Wer wir sind, ich bin Mortifer Moss, Wrestling Champion of the World. Und das ist Siri. Sag hallo. Was im Übrigen eins unserer zusätzlichen Probleme darstellt, denn so wie es momentan ausschaut, wird sein, und ich deute auf Mortifer Moss, wird sein Gimmick dazu genutzt, ihn auszuspielen. Er ist öffentlich aufgetreten in einer Fernsehshow und hat einen Menschen William, bitte, ausgesaugt. Und er war es nicht. Er war in dem Moment bei uns. Einer Fernseh... Es war die Fernsehshow. Die, nicht eine. Verzeihung, aber ich halte mich von diesen modernen Medien, wenn es geht, weit, weit weg. Was zur Henker ist Wrestling? Das hat er nicht gefragt, Johnson. Johnson, das hat... William, beruhig dich doch bitte. Ich hinein. Ich versuche ihm so die Hand auf die Schulter zu legen und ihn damit zu beruhigen. Ich erkläre dem Herrn Professor das mal. Also, Mr. Kritias, Wrestling ist eine Sportveranstaltung. Oh, Sie können mich auch Doc nennen, das sagen die meisten. Das ist, glaube ich, angenehmer als dieses rollende R. Das können einige nicht hier. Dankeschön, Doc. Sie wirkt so ein bisschen irritiert und sucht wieder den Punkt, an den sie wollte. Wrestling ist eine Sportveranstaltung, bei der Menschen gegeneinander antreten und so tun, als würden sie sich verkloppen. Warum? Einfach so? Zur Bespaßung des Volkes. Ja, beim ersten Teil des Satzes hat er so ein bisschen so, als ob er so ein Bild vor Augen hat, irgendwie so in die Luft geguckt. Und beim zweiten Satz, also man meint, dass die nur so tun, ist dieser Blick dann so in sich eingefallen und so, warum sollte man sowas tun? Ja, verstehen Sie mich nicht falsch. Den tieferen Sinn dahinter verstehe ich auch nicht, aber es ist nun einmal so. Und die Menge liebt diese Art von Sport und anscheinend ist unserer... Sport. Mit Sport kann ich was anfangen, ja. Aber ja. Beim Sport ist das doch so, dass man nichts schauspielert oder so. Es ist nicht nur reiner Sport. Es ist Entertainment. Alle jubeln einem zu. Ja, nur besser. Nur viel besser, weil man braucht viel Sportlichkeit. Oh, ich weiß Sportlichkeit durchaus zu schätzen.
Und wie das aussieht, sind sie ja auch ein, schaut sich so mustern an, ein sehr sportlicher Typ. Definitiv, ich bin ja auch schließlich der Beste von allen auf die ganze weite Welt. Denn ich, der ich allein. Bitte? Der weiten Welt. Grammatik. Satzbau. Jonathan? ja, William? Hat er mich gerade verbessert? Das tut mir leid. Du hast bist halt nicht richtig gebildet, diesen Fall. Aber das kommt vor. Ich meine, es ist ja nicht deine Profession. Du bist ja Wrestler, kein Hast du gerade gesagt, ich bin nicht richtig gebildet? Also sie treiben Nein. Sport und singen dabei. Nein, ich singe nicht. Wie können Sie dann entertainen? Ich singe nicht. Wie Frank Sinatra. Ich kann Ihnen zeigen. Also wenn Sie möchten, dann kann ich Ihnen zeigen, was ich mache. Glauben Sie mir, Sie möchten nicht. Ist das so schrecklich? Ich habe davon gehört, dass es heute merkwürdige Arten von, wie nennt man das, Entertainment gibt. Ja, es ist durchaus nicht ausprobierenswert. Man sagt sogar als Ankündigung für diese Sachen, und ich schaue William dabei sehr eindringlich an, dass man dies nicht zu Hause nachmachen soll mit Untrainierten. Ah. Ja, aber deswegen bin ich ja hier. Ich bin ja ein Trainierter. Und deswegen darf ich es zu Hause auch mit Ausgewählten ausprobieren. Also Doc, wenn ich den Doc sagen darf. Wie ich schon sagte, sicher, klar. Ich höre auch auf Doc. Ich zeige es Ihnen sehr gern. Sehr, sehr gern. Vielleicht ein andermal. Ich glaube, ich habe einen, guckt dann so Emma die ganze Zeit an, während er redet, so ein hervorragendes Bild davon, wie das aussehen könnte. Und ich glaube, in meinem Alter bin ich da doch etwas, ja. Sie denken doch nicht, dass ich das mit Ihnen machen wollte. Oh, mit wem denn sonst? Mit Jonathan natürlich. Mit Jonathan. Oh, na dann, Emma legt sich so schmunzeln. Lässt es sofort den Kopf hängen. Verzeihung, aber Jonathan sieht nicht danach aus, als wäre er, und ich weiß aus seiner Vita, dass er sich nicht viel mit Sport beschäftigt hat. Degenfechten. Ja, ah, das ist auch Sport. Ein Sport. Er kann ja auch das Gimmick des degenfechtenden Don Juan de Carlos Jonathan Baurus übernehmen. Jonathan Baurus. Und Sie Mr. Andrews, meinen, Sie hätten gegen einen Degenfechter auch nur den Hauch einer Chance? Na, selbstverständlich. Schließlich bin ich ja immer noch, wie ich schon sagte, Kiefermord. Ja, wir befinden uns hier in einer Uni-Bibliothek und so sehr ich das doch irgendwie schon einmal sehen wollen würde, ich denke, Blutspritzer auf alten Büchern, nein, brauchen wir hier nicht. Jonas nickt. Wir können ja in die Turnhalle gehen. In die Turnhalle? Nein, da riecht es nach alten Socken. Das waren die Basketballspieler bis vor 2 Stunden. Das ist eklig, immer wenn die da waren. William, ich weiß, dass du deiner Sportart sehr verbunden bist, aber vielleicht haben wir jetzt gerade andere Probleme, die erstmal geklärt werden müssen und bei deren Erledigung wir einen gewissen Zeitdruck haben. Feramin sagte gerade, Jonathan war ja in einer schlagenden Verbindung, ja, tatsächlich. Also ein bisschen was kennt er schon, ja. Frage ist, ob der Kritias das so, er meint, er kennt Jonathan anscheinend, aber ob er das so genau weiß, anscheinend ja nicht. Na gut, dann eben nicht. So, aber ich denke, also das ist also Teil eures Problems, ist, dass jemand anderes sich als Mr. Andrews ausgegeben hat und vor laufenden Kameras sehr, wie sagt man, glaubhaft dargestellt hat, dass
jemanden tötet. Genau, er hat mein Gimmick ausgenutzt. Meins, was ich mir in jahrelanger Kleinstarbeit aufgebaut habe. Wenn ich ihn erwische, werde ich ihm den Kopf abreißen. Gibt es denn sonst noch Zeugen dafür, dass sie das nicht waren? Ich meine, wenn ihr alle angeklagt seid, wird das Wort von euch nicht viel nützen. Nun ja, ich weiß, dass es sich jetzt nicht war. Wir haben zurzeit ein, nennen wir es, Mündel unter unserem Schutz. Sowohl sie als auch einer ihrer Freunde hat mitgekriegt, dass William während dieser Zeit in unserer Anwesenheit war. Oh, ein Mündel. Interessant. Wen? Und jetzt wird irgendwie gerade erst klar, dass der Portia gar nicht hier unten im Keller ist. Portia? Wo ist Portia hin? Ich schaue mich um. Ist die noch auf dem Spielplatz? Hat sie jemand eingesammelt? Ich stehe entnervt auf und entschuldigen Sie mich bitte, Dr. Creatures. Ich bin so schnell ich kann wieder da und ich verlasse den Raum und gehe auf die Schiene. SMS, Taxi, ja, reicht. Ja, nee, ich gehe vor die Tür, weil im Keller werden wir garantiert kein Handyempfang haben. WLAN? Achso, alte Bibliothek. Richtig. Sehr gut, Emma. Ja, geh vor die Tür und versuch, Portia per Handy zu erreichen. Der Dedro hilft euch auf die Sprünge. Ihr habt sie tatsächlich mit Damien, den Anarchisten-Jungen, spielen lassen und den anderen ja auf dem Spielplatz. Geht sie ans Handy? Es geht tatsächlich nach viermal Klingeln, dass die Mailbox dran. Portia, melde dich und zwar sofort. Und dann schicke ich ihr noch eine SMS und noch eine WhatsApp und melde dich sofort, ruf mich an jetzt. Und dann warte ich. Und wenn sie innerhalb von 5 Minuten nicht angerufen hat, rufe ich nochmal an. Ja. Ja, in den zweiten 5 Minuten wird sie nach zweimal Klingeln ans Telefon gehen und relativ, du hörst eine relativ abgehackte Verbindung. Also es ist raschelt und rauscht ziemlich. Du hörst irgendwo im Hintergrund Polizeisirenen von irgendwie ganz weit weg. Und du hörst so ein röchelndes Geräusch. So. Portia, wo bist du? Was treibst du? Und kann man dich nicht mal 5 Minuten allein lassen? Hilfe! Spielplatz. Schreib den anderen WhatsApp und fahr mit dem Auto sofort zum, also renn zum Auto und fahr dorthin. Mhm. Ja, dann kriegt, also alle kriegen es ja gleichzeitig, ihr seid wahrscheinlich in einer Gruppe, deswegen, William, Siri meldet sich bei dir ganz heftig. Wichtige Nachricht. Ja, was willst du denn? Emma hat Probleme. Schnell, Spielplatz. Und das ist nicht gut. Emma hat Probleme. Jonathan. Melina, Emma hat Probleme. Dr. Christias, Entschuldigung, kann ich nicht. Wir müssen los, irgendwie ist unser Mündel in Problem. Wir kommen später nochmal, wenn Sie erlauben. Das ist natürlich nicht so schön. Ja. Mhm. Dann? Zieh ich William hinter mir her. Raus. Ja, Emma Fair ist schon ins Auto gestiegen, schon losgefahren. Das heißt, ihr werdet jetzt vor dem leeren Parkplatz draußen stehen. Oder wartest du auf die anderen? Hast ja eben gesagt, du fährst schon los, ne? Ich fahr los, ja. Das heißt, ihr steht draußen vor dem leeren Taxi. Okay, ruft euch ein Taxi, das wird eine Weile dauern. Du hast?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, schon wieder hinter dieser blöden Portia hinterher zu laufen. Die geht mir sowas von auf den Zeiger. Ich habe echt keinen Bock, der Babysitter zu sein. Für die Scheiße, die tiefer zapft und jetzt noch tiefer damit reingezogen zu werden. Ja, aber... Überhaupt nicht. Die Verantwortung für sie und wenn sie jetzt sterben sollte, weil dieser Anarch irgendetwas... Ich habe keine Ahnung, was mit ihr gemacht hat, dann haben wir noch mehr Probleme als sowieso schon. Ja. Warum nur haben wir uns auf diesen Scheiß hier eingelassen? Ja, Emma fährt wie der Berserker durch die Straßen Chicagos, denke ich, oder? Ja, so schnell wie es geht, ja. Und ja, du nimmst auch so ein paar halblegale Abkürzungen und bist dann relativ schnell auch wieder vor dem Tierheim und siehst halt noch keine Polizei. Du hörst aber schon seit so ein paar Blocks, als du dich genähert hast, immer wieder Polizeisirenen. Und ja, der sieht momentan noch relativ friedlich aus, dieser Platz vor der Tierhandlung. Allerdings kannst du gerade keine Leute sehen. Also man konnte die Jugendlichen auf dem Spielplatz schon noch sehen von der Stelle, wo du jetzt angehalten hast früher. Da siehst du jetzt gerade gar keinen mehr. Durch Auspex kann ich ja auch Schemen erkennen. Also ich versuche jetzt einfach mal Auspex anzuschmeißen und zu gucken, ob da irgendjemand noch lebt oder unlebt oder so. Also Auspex 1 oder hast du auch schon Auspex 2? Nein, ich habe nur Auspex 1. Okay, muss ich jetzt gerade auch nochmal richtig nachgucken, was es genau machte. Das ist einfach nur eine Verbesserung von normalen Sinnen. Also sie kann jetzt quasi einen Erfolg besser sehen. Ja, also da kann ich noch keine Augen miterkennen? Das ging mit 2, glaube ich. Moment, das werden wir jetzt gleich nochmal feststellen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie was komplett falsch machen. Deswegen mache ich schnell das PDF auf. Dann gilt das für alle Sinne oder nur fürs Sehen? Du kannst entweder einen gezielt verstärken oder generell alles, glaube ich. Ich gucke es nochmal nach, damit wir es genau haben. Die Clans will ich nicht haben. Ich möchte die Disziplinen haben. Auspex. So. Geschärfte Sinne. Kannst du nach beliebig aktivieren, keine Kosten, kein Wurf. Unter bestimmten Umständen kann der Erzähler, das wäre ich, einen Wahrnehmungswurf auf Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Die Schwierigkeit ist um den Auspexwurf des Charakters gesenkt. Okay, ja, perfekt. Du hast Auspexwert 1, das heißt, du würfelst mal auf Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Also... Und dann allerdings nicht gegen die 5, sondern gegen die 4 schon, weil du ja Auspex aktiviert hast. Also 5 ab 5 aufwärts ist ein Erfolg dann schon. Kannst du mir mal bitte die englischen Begriffe sagen? Ja, Moment. Wo habe ich dich denn? Perception Alertness. Genau. Da habe ich die Serie. Das sind 2, 4 Würfel für dich. Ja, hab schon. Drei Erfolge. Drei Erfolge. Moment. Zack. So. Ja, perfekt. Dann, dann wirst du dir auffallen, also sie kannst ja keine Schemen sehen oder so, aber du siehst mehrere, so also im Gebüsch liegen mehrere Körper. Und insgesamt 7 Stück. Ja, ich renne da hin und guck, wer das ist und ob die noch leben und ob das Handy da liegt. Kommst näher an das Geschehen heran und siehst zuerst die Körper von mehreren, also 2 Körper von den Halbstarken, die ihr da getroffen habt, die erkennst du auch. Die haben aufgerissene Kehlen
Und als du zwei, drei Schritte weiter gehst, siehst du die restlichen von den Halbstarken und in der Mitte von denen den Damien. Und der Damien ist, dem hat man quasi den Kopf abgerissen. Der Kopf liegt quasi neben ihm. Und 2 Meter weiter liegt Portia und die sieht auch nicht viel besser aus. Die ist über und über übersät mit Schnitt und ja, was du als Schnittwunden identifizieren würdest. Kannst ja mal einen Wurf machen auf hast du Medizin oder sowas? Guck gerade mal, ich habe ja deinen Charakter auf. Ja, du hast keine Medizin. Nee. Dann mach mal nur einen Wurf auf nur auf deinen Intelligenzwert und dann gegen die 7. Also 3 Würfel gegen die 7. Immerhin 2. Ja, dann kannst du, obwohl du dich nicht da so gut mit auskennst, kannst du feststellen, dass das wohl entweder sehr grobschlächtige Schnittwerkzeuge wie Macheten oder sowas gewesen sein müssen oder ja, Klauen. Also wilde Tiere. Aber ist ihr Kopf auch ab? Nein, sie hat noch einen Kopf. Allerdings ist sie überall, also die ganze Kleidung ist zerrupft quasi und sie ist am ganzen Körper mit diesen Schnittwunden übersät und teilweise hängen ihr so die Innereien so raus. Und sie halt hält die gerade mit einer Hand so rein und hält in der anderen Hand das Handy. Ja, ich schnapp sie mir, nehme sie auf den Arm, schaffe ich das stärkemäßig und bringe sie zum Wagen mit Handy und allem drum und dran und versuche erstmal sie außer Reichweite zu bringen und dann, also ich weiß ja sicherlich, dass sie Blut braucht, oder? Ja. Also erstmal außer Reichweite der Polizisten. Ja, noch sind keine da. Also du hörst immer ja, aber ich höre ja, dass sie kommen, genau. Also deswegen, ich schnapp mir Portia, pack sie ins Auto. Während ich fahre, gebe ich noch per Sprachsteuerung eine SMS oder WhatsApp an die anderen weiter, wo ich hinfahre. Wo fährst du denn hin? Na, irgendwo, also in die Richtung, dass ich mich mit denen treffen kann, weil das Leichteste wäre jetzt hier dieser Kelch von unserem geliebten Jonathan und sagt, wo seid ihr? Wir müssen uns treffen, Porsche braucht Blut. Ja, dann kriegt ihr das als Nachricht jetzt auf dem Weg. Das Taxi ist gerade angekommen, da kriegt ihr die Nachricht. Also fahrt gerade vielleicht so 2-3 Minuten schon und dann kriegt ihr die Nachricht. Ja, dann würde ich ihr einen Punkt in der Nähe nennen, wo wir uns treffen können. Würde dann auch dem Taxifahrer sagen, aber wir müssten ganz schnell nochmal durch einen Drive-In von einem schlechten Burger-Restaurant, wo nicht viel los ist. Zackig, in der Nähe, auf dem Weg. Okay, ja. Fährt dann so ein Umweg und ja. Ja, die einfachste Sache wäre wohl, dass ihr euch irgendwie, da ist ein Friedhof in der Nähe, und zwar der Friedhof, den Melina auch kennt, wo sie gewandelt worden ist. Da ist es zumindest ruhig und da ist keiner in der Nähe. Also wenn man sich da irgendwie... Wissen wir, was für ein Gebäude gegenüber von dem Friedhof ist, wo wir den Taxifahrer sagen, setzt uns beim Friedhof ab, das macht einen tollen Eindruck. Gegenüber, weiß Melina, ist dieses Studentenverbindungsgebäude. Ich verstehe euch gerade ganz schlecht, das Robotertier im Mega. Irgendwas mit Studentenverbindung? Soll ich? Ja, genau. Ich meine, kriege ich das noch zusammen? Wie war nochmal die Kürzel von der Verbindung? Beta, Jota, Theta, Chi. War es, glaube ich. Genau. Beta, Theta, Jota, Chi. Auf Deutsch, Bitch. Deutsch, aha. Auf Eng, Dinglisch. Ja, ja, dann fährt euch der Taxifahrer dahin. Zwischendurch macht ihr halt den Umweg über den Drive-In und Jonathan zieht seinen Becher ab, oder was? Genau, ich mach die alte Bechernummer. Stell mir halt Eis oder einen Kakao, irgendwas für einen Dollar und beim Geld raussuchen, hier bitte halten Sie mal kurz und ja. Ja. Läuft. Hast du halt einen Becher voll Blut.
Und ja, dann geht ihr da, also fahrt ihr weiter, kommt dann an, bezahlt den Taxifahrer, steigt aus Genau. Texte, und Emma, dass wir Blut haben. der Taxifahrer Ja. hätte auch herhalten können, Stimmt, eigentlich schon. ja. Ja. Aber, naja, gut. Ja, Denro ist ein bisschen, der hat mehr Witz als ihr. Auf jeden Fall. Ja, und Ja, ich schreibe, ich bin da, ich warte auf euch. genau, du wartest schon, betrittst den Friedhof, also das schwere Gatter vom Friedhof ist geschlossen, aber sollte für dich jetzt nicht so das Problem sein, das irgendwie aufzukriegen. Und machst es dann irgendwie auf, ein bisschen rütteln und dagegen pochen. Also es ist nicht dazu ausgelegt, schweren Widerstand zu leisten. Deswegen kriegst du das relativ fix auf. Und Ich hätte aber auch ziemlich ja. Panik und würde schon überlegen, ob ich ihr nicht Blut gebe. Weiß ich was darüber, dass das verboten ist oder dass da so eine Bindung entsteht? Weiß ich das? Also per se ist es ja nicht, ist es nicht verboten, dass Vampire von Vampiren trinken. Du weißt irgendwie von Jonathan, wird das wohl der hat das auch schon mal erzählt, einfach weil er seine Tremere-Bindung und so, da war ja irgendwie was mit Blut, dass das wohl zur Abhängigkeit führt. Wenn man das Blut eines anderen Vampir trinkt, dass man sich an den bindet. Durch ein mystisches Band verbunden wird. Das weißt du, und es ist verboten, andere Vampire halt auszutrinken, weil man dadurch halt deren Kräfte übernehmen kann. Das weißt du. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich stehe da vor Portia und weiß nicht, was ich machen soll, aber also ich denke, ich wäre dann so panisch, weil ich auch Angst habe, uns noch mehr in die Scheiße zu reiten, dass ich ihr tatsächlich ein bisschen was von meinem Blut geben würde. Okay. Wie viel denn? Na, so viel, dass ich nicht, ja, weiß nicht, 2 Blutpunkte oder so, keine Ahnung. Weiß nicht, wie viel mir, wie ab wann ich merke, Wie viel hast du denn noch gerade? 8. Acht. Ja, dann kannst du auf jeden Fall 2 Blutpunkte auf jeden Fall schon ausgeben. Und ja, und merkst aber dann auch schon, dass dann der Hunger in dir auch schon wieder stärker wird. Aber das sollte Sehe. dich jetzt in der Situation aktiv jetzt ja nicht großartig stören, weil es ist so ein leichter Hunger, der dann aufkommt. Aber sehe ich, dass es Porsche irgendwie hilft? Ja, du merkst dann irgendwie ganz recht schnell, dass so einige der Wunden sich schon schließen und auch die starke offene Bauchwunde sich auch beginnt irgendwie zu regenerieren, ganz langsam. Und dann hörst du schon Schritte von hinter dir. Also du hast sie irgendwie dann so neben so ein Grab gelegt und hast da die ganze Sache abgezogen und jetzt hörst du irgendwie von hinten schräg hinter dir irgendwie Leute, die auf diesem knisternden Kies des Friedhofs, Weges irgendwie schnellen sich nähern. Ja, dann schrecke ich zusammen. Wer ist da? Ja, und William, Jonathan und Melina hören das. Wir sind's Wer? ja. Bitte, bitte. Nee, ich lasse dir den Vortritt. Gebe dich zu erkennen. Verdammt nochmal, kommt endlich her! Porsche braucht unsere Hilfe! Bin schon unterwegs, bin schon unterwegs. Ja, ich gucke mir Porsche mal an. Ja, also die sieht halt ziemlich, wie gesagt, ziemlich zerrupft aus. Oh, jetzt ist sie ganz, ganz weg. Moment. Sagte sie ja. Ja. Zack. Und Und ja, sieht relativ zerrupft aus. Also du kannst einen schwere Schnitt oder ja, Kratzspuren entdecken. Du kannst auch mal einen Wurf machen auf Intelligence und Medicine. Medicine? Ja, mache ich. Wenn du Medicine hast, dann gegen die 5, ansonsten gegen die 6. Ja, habe ich. Ging auf die 6, sonst geh auf die 6. Und wenn du es nicht hast, auf die 7, sowas.
Auch zwei Erfolge, dann wirst du genau das gleiche sehen, was vorher Emma auch gesehen hat. Also, dass es entweder Schnittwunden sind von ganz grobschlächtigen Klingenwaffen. Also entweder eine Axt oder eine Machete oder sowas. Oder halt Krallenspuren von Tieren. Könnte auch sein. Ja, dann würde ich sie mal ansprechen. Roger, hörst du mich? Hier ist Jonathan. Ja, sie ist momentan nicht bei Bewusstsein. Ich guck mal, ob sie in Starre liegt. Starre ist was wahrscheinlich nicht, aber es ist wahrscheinlich so ein Regenerationsding, weil so siehst du auch, dass sich die Wunden gerade irgendwie anfangen zu schließen. Warum, weißt du nicht. Alle gleichzeitig oder einzeln? Die fangen, also zuerst die Kleinen fangen an, sich zu schließen, und die Große, da arbeitet es halt gerade ordentlich. Naja. Dann schaue ich mal, ob ich, also ich will so ein bisschen Blut einträufeln und gucken, ob sie Schluckreflex bekommt. Ja, definitiv. Schluckt auch und ja, dann ganz langsam, Schlückchen für Schlückchen mehr. Ja, dann beschleunigt sich auch die Heilungsrate. Die ist zwar immer noch stark angegriffen, kommt dann aber auch zu sich. Porter, Kleines, hörst du mich? Wo bin ich? Auch wenn es makaber klingt, aber auf einem Friedhof. Aha. Und die anderen? Ich renne Emma, auf, nervös auf und ab und ringe mit den Händen. Emma, Melina und William sind hier. Oder welche anderen meinst du? Die Jungs. Ich gucke mal Emma an. Welche Jungs? Um sie rum lagen verstreut diese Typen, die vom Spielplatz und der Kleine. Du weißt schon. Mit verstreut meinst du? Gut. Alle, auch der Kleine. War schon Polizei auf dem Weg? Ja. Viel. Weil das ist jetzt Maskeradebruch. Ich renn auf und ab. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hab nichts gemacht. Ich hab die nicht getötet. Ganz ruhig. Die lagen da schon so. Ich hab nur Porsche genommen und hab sie weggebracht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das war das Monster. Welches Monster? Ein Monster. Okay. Ich schaue mal zwischen Emma und Porsche hin und her. Das Monster, das gegenüber auf dem Dach stand bei Emmas Wohnung. Ich weiß nicht, man hat es nicht zwar so schnell, man hat es kaum gesehen. Sie fielen alle auf einmal nieder und ich habe das den Kleinen verteidigt. Manchmal war es hinter mir und dann neben mir und dann wieder vor mir und man konnte es kaum richtig sehen. Das hast du gut gemacht. War es größer als du und viel größer. Shit, ja. Wen haben wir eigentlich noch alles an der Backe? Und ich renne weiter so nervös auf und ab. Porsche, wie geht's dir? Besser. Schaut Emma so irgendwie mit so einem leicht leeren Blick an. Ich glaube, sie braucht noch was. Jonathan. Ja, ich hole mir, und das wird auch nicht sofort gehen, weil so wie ich das sehe, sind das Wunden, die von Übernatürlichem zugefügt wurden. Die können wir nicht so schnell heilen wie einfache Schnitte. Das wird wirklich lange Zeit brauchen. Ich besorge dir was. Ihr wart auf einmal weg. Hab gerufen.
bin nicht mehr da, zum Glück. Ja, das kann gut möglich sein, dass wir weg waren, denn die anderen sind auf die Idee gekommen, zu irgendwem hinzufahren. Ich weiß auch nicht, warum. Ich also. Habe eine Weile mit dem Kleinen geredet. Der ist ganz nett gewesen. Wenn ihr sagt, alle sind tot, dann ist er auch weg. Ja. Gewesen ist wohl das richtige Wort. Oh nein. Scheiße, was machen wir jetzt? Für den Chat nochmal, der Spoon hat natürlich recht. Der Damien hat von den Anarchen geschwärmt, nicht vom Sabbat. Das ist ein Unterschied. Meint ihr, ich soll versuchen, noch vor der Polizei den da wegzuholen? Warum? Wegholen? Polizei? Was? Schaut so ein bisschen verwirrt von einem zum anderen. Ich schaue selber verwirrt von einem zum anderen. Scheint zum Toreador Sache zu sein. Ja. Ja. Eine halbe Minute des Schweigens vergeht. Ja, ich renne draußen rum, suche Passanten, lasse mir Geld wechseln, drücke dem den Becher in die Hand. Ja, du musst nur einiges, weil es ist echt schon sehr spät, also musst du einiges suchen. Dann kommst du auf die Idee Penner. Vielleicht, dann kommst du, also findest da großartig keinen, dann kommst du aber auf die Idee vielleicht mal bei dem Studentenwohnheim zu klingeln, weil da noch laute Bassmusik irgendwie aus dem Haus kommt. Und machst dann deinen Bechertrick an der Tür mit irgendeinem jungen Burschen in so einem Football-Dress, der in Boxershorts und Football-Shirt da steht und dir die Tür aufmacht. Und hast dann wieder einen Becher Blut, kannst ihn zurückbringen. Ja, zurück. Wenn du dem Portia dann den Becher gibst, dann wirst du den auch austrinken und dann sieht man schon, wie die Anstrengung irgendwie so ein bisschen aus ihrem Gesicht weicht. Und sie sich auch wieder von selber so ein bisschen hochdrückt und sitzt. Okay, du siehst schon ein wenig besser aus, aber gib dir Zeit, das braucht. Guckt dann sich so runter. Besser findest du das? Ihr Kleid ist halt auch total zerrupft. Also. Nochmal. Überleg nochmal ganz kurz, jedes Detail über den Angreifer ist wichtig, weil das werden wir morgen auf der Sitzung besprechen müssen. Detail. Ein großes Monster halt. Mit einem großen Maul, würde ich sagen. Und mächtigen Klauen. Klingelt da schon Garou bei mir, oder? Könnte sein. Könnte aber auch der Gargoyle sein. Das... Ja, aber wenn der so schnell wäre, ich weiß nicht, ob die den Gargoyles Geschwindigkeit geben können. Na gut. Sind wir zwei. Also das Wichtigste ist, dass du die Bilder bei dir im Kopf behältst, auch wenn sie schrecklich sind, was ich mir gut vorstellen kann, aber irgendjemand wird wohl sich dann morgen deine Gedanken anschauen. Dann bist du... Ja. Der Kleine hat sich gut gewehrt, als er hinter uns aufgetaucht ist. Ich hab das zuerst... Sie haben gerungen oder so. Gewrestelt, würde William vielleicht sagen. Aber er war anscheinend nicht gut genug. Naja, also wenn man bedenkt, dass das Monster um die 4-5 Köpfe größer war als er. Also als es mich am Arm getroffen hat, habe ich gedacht, mir geht der Arm kaputt. Schaut so auf den Arm, wo sich gerade so die letzte Wunde schließt. Ja, William, sollten wir nochmal zu dem Spielplatz fahren, schauen?
Oh, ob die Polizei da nicht rumläuft? Je länger wir warten, desto wahrscheinlicher ist es. Das ja, ich renne ist wohl wahr. Ich renne immer noch panisch auf und ab. Was hätte ich denn anders machen sollen? Ganz ruhig, Emma. Nichts. Natürlich geht das Leben von Portia vor. Also theoretisch hättest du die Leichen in den Kofferraum schaffen können. Hätten wir aber jetzt Blut und DNA-Spuren der Leichen im Auto. War schon alles richtig so. Naja, Blut hast du auch so im Auto. Ja, aber nicht das von den Opfern. Nee, das von Portia. Aber wenn du meinst, dann lass uns losfahren. Aber mich dürfen sie nicht sehen, weil sie kennen mich. Sie kennen mich. Gut, dann. Mal schauen, ob wir irgendwo, keine Ahnung, Drugstore so einen Scherzartikel finden mit so einer Nase, so einem falschen Bart und einer runden Brille. Ja, bitte, William, das ist zumindest, also damit erkennt man dich dann nicht mehr. Du willst mich verarschen, Jonathan, oder? Nein, warum? Du wolltest, dass man dich nicht erkennt und das ist eine schnelle, effektive Möglichkeit. Man hört so ein röchelndes Lachen von Portia, ja, so, irgendwie passt das. Ich ziehe doch jetzt. Steht hier, William, meine ich. Ja, nee. Nein, nein, nein. Aber wenn du meinst, dann okay. Ja. Wie wollt ihr denn da hinfahren? Schnell oder Perücke und Kleid, ja. Ja, ich denke auf jeden Fall nicht außerhalb der zulässigen Geschwindigkeiten, damit bin ich nicht mehr. Also ich denke mal, ja. Ihr kauft, wenn ihr schon eh beim Drugstore wart, kauft ihr der Port ja auch wieder was zum Anziehen. Ja. Fahr vorsichtig, Jonathan. Nicht die Geschwindigkeit übertreten. Ich gebe mir Mühe, ja. Kommt dann da an und sieht tatsächlich, dass da noch keine Polizeiwagen stehen. Also zumindest jetzt könnt ihr da keine sehen. Und man sieht halt noch ein bisschen den Nebel umspielten Spielplatz halt. Okay, jetzt ist die Frage, ist es unrealistisch, wenn wir... Nein, falsch, anders sagen. Moment. Bevor wir jetzt hier untersuchen und rumeiern, schmeiße ich mal meine übernatürlichen Wahrnehmungen an und konzentriere mich mal auf die Büsche und Schatten. Mach mal Auspex 2. Ja. Da musste man dann von Wahrnehmung, Empathie, Sek 8. Mhm. Moment, Perception, Empathy. Moment. Ich würde gerne vorher einen Willenskraftpunkt ausgeben. Mhm. Star 2. Okay. Ja, dann kannst du drei Auren sehen auf dem Spielplatz. Mit zwei Erfolgen kannst du genau was nochmal sehen von den Auren? Moment, ja. Zwei Erfolge, es kann die Hauptfarbe erkennen. Die Hauptfarbe. Dann sind zwei davon auf jeden Fall weiß. Und der dritte ist violett. Und der dritte ist fahl. Also der violette. Mit fahl meinst du blass? Genau, also ein Vampir.
Das sind nicht die, die da rumliegen, sondern... Nee, die stehen da. Okay. Gehe ich mal... von Toten kann man nicht wahrnehmen. Also ja, deswegen wollte ich... Hä? Mhm. Ja, eben. Die stehen bei den Toten, oder? Die stehen am Zaun vorher, vor dem Spielplatz. Also auf der anderen Seite quasi. Wenn ihr müsstet einmal durch den Spielplatz rum. Ja, dann würde ich mal zu dem violetten Blassen rübergehen. Wir haben da Zuschauer. Durch den Spielplatz oder einmal außenrum? Ich überlege. Außenrum, wir gehen außenrum. Ja. Okay, dann geht ihr außenrum und seht dann da eine etwas untersetzte Gestalt mit einem Zylinder und einem alten Ledermantel, einer Korthose, die da steht. Und Jonathan mit Auspex an erkennt definitiv die Korthose von dem Doc. Und er redet da mit zwei Polizisten. Dann halten wir uns mal zurück. Ja, und die redet da und dann hört ihr so ein und dann entfernen sich die beiden Polizisten. Gehen wir mal zum Block rüber, wenn die aus der Sichtweite sind. Mhm. Ja, der steht da, guckt dann in deine Richtung und lächelt dich an. Guten Abend, Dr. Christias. Nochmal guten Abend, Dr. Bauer. Ich denke, Sie haben uns gerade ziemlich aus der Patsche geholfen. Vielen Dank dafür. Hm. Sind Sie zufällig auch medizinisch bewandert? Ein bisschen. Ich leider auch nur ein bisschen. Die Angriffsspuren, die wir sowohl bei Portia fanden, welche zum Glück überlebte, als auch an den Leichen, sind entweder fürchterliche Macheten oder Tierspuren, Klauenspuren, um genau zu sein. Hm. Ich habe mir nur die Leichen hier auf dem Friedhof nur so ganz kurz ansehen können, aber ich würde fast auf beides tippen. Spielplatz meint ihr, oder? Ja. Ja, auf beides. Würdet ihr auf einen Gargoyle tippen oder eher auf eine Wehrkreatur? Das ist schwer zu sagen. Weil so eine Wehrkreatur mit einer Axt oder einer Machete ist relativ selten. Wozu sollten sie das brauchen? Haben sie nicht Waffen, die sie Kleifen nennen? Stimmt. Ja. Oh, da krault jemand Koalas. Dankeschön. Außerdem... beschrieb Portia es so, als wenn es wirklich eine riesige Kreatur wäre, die unglaublich schnell wäre. Und das, was ich über Wehrkreaturen las, würde das passen. Obwohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Gargüle nicht auch könnten. Das wäre für beides möglich, ja. Allein von den Wunden her zu schließen, also... kann man das beides nicht unbedingt, also es sind Riesenklauen mit viel Wucht, das kann beides sein. Aber wenn ich dir den Damien hier so angucke, das muss eine Kreatur gewesen sein, die nun, ich kenne Damien, sagen wir so. Und Damien kann sich verteidigen. Aber nicht gut genug. Anscheinend. Schau William strafend an. Wie gesagt, Portia hat jetzt zweimal sich genährt und ihre Wunden schließen sich sehr, sehr langsam. Also es sind Wunden, die sehr schwer heilen. Und sie hat das gesehen hier. Richtig. Ich habe ihr auch gesagt, sie soll sich möglichst immer wieder die Bilder vor Augen rufen, dass sie morgen Abend bei der Versammlung die Bilder zur Zau stellen kann, wenn die jemand
Der Primogenius, denke ich, in der Lage, Gedanken zu lesen oder Gedankenbilder zu erfassen. Ja, das sind, gibt einige, die das können bei uns. So, ich denke, dass es von Interesse ist für die Primogenen. Ich habe auf jeden Fall Interesse daran herauszufinden, wer Damien getötet hat. Natürlich, also war ja Mitglied eures Clans. Wir würden euch gerne nicht direkt nur das. Wenn ich fragen darf, was noch? Damien war mein Blut. Ihr wusstet, dass er nicht allzu viel von der Camarella hielt? Er hat seinen eigenen Willen. Natürlich. Dennoch habe ich sofort gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte, auch schon als ihr mit mir redetet. Aber was es war, wusste ich nicht. Aber als ihr dann so schnell aufgebrochen seid und ich... Naja. Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, Rache zu üben. Wenn ihr daran auch Interesse hättet. Zumindest für Gerechtigkeit zu sorgen. Eine ziemlich nervöse, ja, Emma steht hinten dran und sagt, Rache, diese ganze Scheiße läuft hier gegen uns. Wir müssen das aufhalten. Wenn das hier ein Garou war und danach sieht es schwer aus, dann ist das eine Kriegserklärung. Ein was? Eine Kriegserklärung. Nein, ein Werwolf. Richtig, eine Kreatur, die sich von menschlicher Form in andere Zwischenstadien in einen Wolf oder eine Wehrkreatur wandeln kann. Ich las, dass sie sich die Beschützer der Natur, die sie Gaia nennen und sehen uns als Verderber, eben dieser. Deswegen sind die meisten von ihnen nun mit der Aufgabe betraut, uns zu vernichten. Lass mich das mal zusammenfassen. Die halbe Vampirgesellschaft kann uns nicht leiden. Jetzt können uns noch irgendwelche Werwölfe nicht leiden. Und ich nehme an, die Menschen können uns auch nicht leiden. Das ist ja super. Sie rennt so wirklich so fluchend auf und ab. Moment, Emma, nicht ganz. Also die Garou können nur nicht uns nicht leiden, die können alle Vampire nicht leiden. Und weil wir auch Vampire sind, dann ja. Beruhigend, das ja. Macht mehr. Also dann ist die Sache ja ganz anders. Ja, natürlich. Sie werden nicht uns spezifisch verfolgen. Sie verfolgen zufällig Vampire, die über den Weg laufen. Aber wenn wir jetzt das ist nicht Zufall, hier mitten in der Stadt einen so alten Vampir anzugreifen. Alt? Ich schaue zu dem Jungen. Lass dich nicht von dem Äußeren täuschen. Richtig, also Vampire altern. Du wirst immer dein Aussehen behalten. Ich auch habe wenn ihn du früh jetzt gewandelt, noch... das war ein Fehler damals. Aber wenn das muss, das muss der Prinz und das muss auch die Versammlung wissen, dass die Garou sich mitten in unsere Stadt ja wagen und es hier wagen, unsere Kinder zu töten. Wenn sie am Stadtrand irgendwelche Kaitiff schlachten, dann ist mir das egal. Aber nicht mitten in der Stadt und dann schon ja nicht mein Blut. Richtig. Und das ist auch ein viel wichtigeres Thema als irgendwelche kleinen Maskeradebrüche von Neulingen. In der Tat. Seht ihr? Und ich gucke die Runde so an. Wobei ich dieses Maskeradebruch-Geheimsel eh nur für ein taktisches Manöver halte. Aber im Angesicht dieser Bedrohung... Ihr habt meine Stimme auf jeden Fall bei der Versammlung dafür, dass wir uns mit seinen Plänkeleien nicht befassen. Danke. Doc, wisst ihr vielleicht, wer der
Primogen der Toreador ist. Das mag jetzt doof klingen, aber ich weiß es nicht. Ja, Portia guckt dich auch so an, ein bisschen so, hä? Der Toreador. Ja, was? Das ist Annabelle. Oh, fuck. Sie dürfte nicht sonderlich gut auf euch zu sprechen sein. Sie hasst Lodin. Wer nicht? Ich mag ihn. Nee, warte mal, Lodin war der Prinz, ne? Mhm. Ach so, nee, ja, habe ich das nicht gedacht. Genau. Okay. Wen meintest du denn? Ja, den Typen, der den Club besitzt. Der Kaiser. Den Brennan. Brennan, ja. Der Kaiser besitzt den Club. Aber der Kaiser besitzt den anderen Club, in dem sie mal gesungen hat. Also sollte es zur Verhandlung kommen, werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir uns mit wichtigeren Geschäften befassen als mit euch. Wie viele Parteien können denn für oder gegen uns stimmen? Nun, wir haben die Bruja, die Gangrel, die Malkavianer, die Nosferatu, die Toreador, die Tremere und die Ventru. Und hin drei und wieder trauen sich ein paar Kaltiff in die Ratsversammlung, aber... Naja, aber im letzten Mal hat Lodin sie abstimmen lassen, weil sie darauf gepocht haben, abstimmen zu dürfen. Weiß nicht, ob die abstimmen dürfen diesmal. Oder ob sich einer von denen überhaupt für die Geschichte interessiert. Gehüpft wie gesprungen, weil es sind nur drei auf unserer Seite. Und wenn diese komische... Wie kriegen wir denn jetzt noch jemand Viertes auf unsere Seite? Ich schaue die anderen an. Naja, also ihr habt die Malkavianer auf eurer Seite, die Bruja habt ihr auf eurer Seite und die Ventru auf eurer Seite. Und den Prinzen, ja. Ja. Gegen euch sind wahrscheinlich die Tremere, höchstwahrscheinlich, weil ihr mit denen noch nicht gesprochen habt, die Toreador. Von den anderen habt ihr keine Ahnung. Von den Gangrel und von den Nosferatu. Wir wissen ja, dass die Nosferatus in irgendeiner Form in die Entführung von Prinzen verstrickt sein müssen. Waren, ja. Mit meinem Einleben. Bitte? Die waren in irgendeiner Form damit. Naja, genau. Mhm. Richtig. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich auch weniger gute Chancen. Bleiben noch die Gangrel. Oder ihr wollt euch an den Toreador versuchen. Kann natürlich. Nee, die Nosferatu. Genau, das hat wieder einer gut aufgepasst. Guck mal, hier, der Dendro, der hat richtig Netz drauf hier. Nosferatu waren im Krieg mit Melinas Verwandler. Ja. Ja, dann denke ich, wir sollten mal bei den Toreador ausprobieren, oder? Meinst du, das macht Sinn, wenn sie den Prinzen hast? Oder die Gangrel. Weiß jemand, wo wir den Primogen der Gangrel finden? Der Primogen der Gangrel ist Inyaga. Ja, ich schreib's mal hin. Sie kommt aus Afrika. Sie hat einen merkwürdigen Namen. Wisst ihr vielleicht auch, wo wir sie finden können? Meistens ist sie irgendwo am Rande der Stadt unterwegs. Es gibt da dieses Geschäft für afrikanische Kunst.
Da habe ich sie ein paar Mal gesehen, aber ich befasse mich eigentlich nicht sonderlich viel mit ihnen. Ich sehe sie eigentlich meistens nur auf den Versammlungen. Danke. Oder ihr versucht es mal im Museum. Da habe ich sie auch ein paar Mal in der ägyptischen Abteilung gesehen. Ja. Ihr habt uns heute sehr geholfen, Doc. Danke. Dafür nicht. Ich helfe Clans Brüdern und Schwestern immer gerne. Guckt Melina an. Und für die Wissenschaft, obwohl er sich für die Tremere entschieden hat, ich schätze Herrn Bauer für seine Studien sowieso. Ich mag euch. Und Leute, die ich mag, denen helfe ich. Und er ist recht, wenn sich jetzt hier mit diesem, und der kriegt, seine Stimme kriegt so einen grollenden Unterton, mit diesem Garou befest. Ich trete nur einen Schritt näher auf ihm zu, gucke ihm fest in die Augen und sage, die kriegen wir. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Mit Sicherheit. Gibt's irgendeine Möglichkeit, wie ich dich besser kontaktieren kann, Doc? Ich glaube, wir sollten uns mehr miteinander verbinden jetzt. Gerade wenn wir gemeinsam gegen einen Feind stehen wollen. Ich bin immer an der Uni, wenn ich sonst nichts abzutun habe. Dieses neumodische Telefonzeugs ist nichts für mich. Ich kenne noch die Zeit, wo man noch Botenreiter ausgesandt hat. Oder noch besser Botenläufer. Ah, damals. Der Läufer. Er ist den ganzen Weg gelaufen, müsst ihr wissen. Bis nach Marathon, ja. Wart ihr dort dabei, bei der Schlacht? Ja. Das ist beeindruckend. Dann seid ihr einer der wenigen, Herr Bauer, die das beeindruckend finden. Die meisten interessieren sich gar nicht für die alten Geschichten. Genauso wie Damien, ihn hat das auch nie interessiert. Sie wissen nicht, was ihnen entgeht. Und dann, ich habe mich hier um die Leichen gekümmert. Oder werde das zumindest noch machen, sie liegen noch da. Aber ich will zumindest meinem Nachwuchs einen ordentlichen Abschied gönnen. Auch wenn er mich nicht stolz gemacht hat mit dem, was er war. Vielleicht lege ich seine Leiche vor die Tür von diesem Anarchenanführer und zeige ihm, was passiert, wenn man sich von uns lossagt. Mal sehen. Dieser dreckige Kaitiff hat eh nichts in der Stadt zu suchen. Nun, ihr werdet schon wissen, was ihr tun müsst. Wenn ihr im Gegenzug unsere Hilfe braucht, ich gebe ihm einen Zettel, wo ich meine Telefonnummer draufgeschrieben habe. Kontaktiert mich. Das werde ich. Dann den Segen der Nacht. Den Segen der Nacht, Doc. Gut, dann macht ihr euch auf den Weg an wohin? Ja, in das Museum. Ins Museum, ich, oder? Okay. Schau mich mal um. Ich glaube, ich dafür, ja. Ja,
Ja, William wollte gerade was sagen, hat angefangen zu sprechen. Ich war auch schon mal im Museum. Ja. Ja, ihr wart alle schon mal im Museum, glaube ich. Definitiv. Ja. Er sitzt dann im Auto und als ihr schon auf losfahrt, wer fährt von euch? Das ist ja Emmas Auto, aber wer fährt? Fährt Emma auch? Oder ist Emma viel zu aufgewühlt dafür? Also ich denke, sie ist zu aufgewühlt. Würde John sich anbieten, wenn sonst keiner hier schreit. Ja, dann sitzt ihr da noch und dann ja, schaut Portia Emma an, meint so, ich müsste noch was essen. Ich auch. Meinst du, Jonathan kann diesen Bechertrick nochmal bei irgendwem machen? Ich glaube, ich muss euch noch was erzählen. Also, Porsche ging es richtig scheiße. Ihre ganzen Innereien schauten raus und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und das einzige Blut, was ich so verfügbar hatte... Du fährst Auto, Jonathan. Was für die Autos so schlingern. Genau so zu voll. Ja, erzähl weiter. Ja, sie würde dann auch wirklich stocken. Und du hast dann was getan? Das einzige Blut gegeben, was ich greifbar hatte. Von den Leichen um die herum. Die waren nicht greifbar auf dem Friedhof. Es kam nicht zu wenig. Gerade ein alter Mann vorbei, der Blumen an das Grab seiner Frau legen wollte, sondern ich nehme an, du meinst dein eigenes. Ja. Right. Ja, ich meine, was geschehen ist, ist geschehen. Was hast du... Trotz ja jetzt eben ein Blutband zu dir gegeben. Zumindest noch was, ein schwaches. Was heißt das? Geht das wieder weg? Genau, was heißt das? Mein Port hier. Ich müsste selbst noch mal in den alten Texten nachschauen. Also ihr seid jetzt aneinander gebunden. Du hast eine gewisse Art von Hörigkeit gegenüber Emma, aber dafür Emma auch noch mehr Verantwortung. Ich schaue meine Rückspiegel genau in Emmas Augen. Ich schaue zu Porsche und mache so, fuck. Ja. Das Gute ist, ihr seid jetzt einander vielleicht ein bisschen näher. Vielleicht bringt das auch was zur Verständigung innerhalb unserer Gruppe. Und das noch Bessere ist, mit der Zeit wird das weniger. Sehr gut. Sehr gut. Sie atmet auch wirklich so erleichtert aus. Puh. Nun, dann haben wir ja Glück oder so. Na, jedenfalls ist dadurch jetzt nicht erstmal unmittelbar was Schlimmes passiert. Was vielleicht gut ist, ist, dass ihr beide zumindest jetzt eine engere Bindung zueinander habt. Das macht es vielleicht einfacher, dass wir miteinander klarkommen, alle Mann, in der Zeit, die wir anscheinend jetzt vor uns haben, wird es dadurch vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir uns ein bisschen weniger streiten und uns um jeden Scheiß in die Haare kriegen. Das hoffe ich zumindest jetzt ein bisschen. Und naja, wenn ihr es nicht erneuert, also nochmal voneinander trinkt, dann dürfte das in ein paar Wochen, ich weiß nicht genau wie lange, aber irgendwann wird es weniger, irgendwann wird es vorbei sein. Ich schaue mal prüfend Richtung Porsche. Ja. Ob sich da irgendwas verändert hat, wenn ich sie angucke. Hm. Ist schwer einzuschätzen. Du hast irgendwie das Gefühl, du magst sie ein bisschen mehr. Also das hat irgendwie vielleicht dadurch, dass, weil du dich jetzt um sie gekümmert hast oder so, aber schwer einzuschätzen.
irgendwie was, so ein Durchbruch vielleicht gewesen, so im Sinne von, ich habe Verantwortung übernommen. So fühlt sich das an. Und du hattest ja auch Angst um sie, als du ja irgendwie hoch und runter gelaufen bist. Was dir von der Vorgeschichte, die ihr beide zusammen habt, relativ komisch vorkommt. Der Stille im Wagen würde der Jonathan mal in den Rückspiegel gucken und die fragenden Augen von Emma, die ja gerade zu Porsche rüberkommt und versucht nochmal einen alten Trick, mit dem er mit 14 Mädels aufreißen will, Bauchrednen, drückt sie nur ein Wort raus. Mama! Ich trete mit meinem Knie gegen die... gegen den Fahrersitz. Ja, genau. Aber das Positive ist, deine Worte haben jetzt mehr Gewicht. Sie ist nahezu gezwungen zu tun, was du sagst, wenn es sie jetzt nicht in Gefahr bringt, aber... Was? Ja, Mädchen. Mama sagt, Zapfenstreich ist hier ein Zapfenstreich. Das war ein schlechtes Beispiel. Okay. Weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Guckt so Emma an. Sie haben gesagt, es lässt mit einer Zeit nach. Das ist was Gutes, oder? Ich denke. Aber es ist jetzt stark, Portia. Und da du... Ja? Du bist gemutet? Wieso bin ich gemütlich? Jetzt immer mehr. Noch? Jetzt nicht mehr. Ah, tja, Portia, und da du uns zuletzt auch ab und an Probleme gemacht hast, in denen du nicht auf uns hören wolltest, könnte es jetzt für uns ein bisschen einfacher werden. Ich habe nie mit Absicht Probleme gemacht. Das glaube ich dir sogar, aber du hast trotzdem nicht auf uns hören wollen, wenn wir dir gesagt haben, wie es zu funktionieren hat. Und das ist unsere Aufgabe gewesen, dir zu sagen, wie es läuft und dich einzuführen. Glaub, und wenn du dann bewusst handelst, naja, das wird jetzt vielleicht nicht mehr so schnell passieren. Puh. Na dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Also... Was ist denn jetzt? Kennt jemand diese, was hat er gesagt, wie die heißen? Gangrel? Die Indianer. Ich hoffe, wir werden sie erkennen. Und finden. Sie scheint sich ja in der ägyptischen Ausstellung im Museum gerne aufzuhalten. Aber ist das Museum so lange offen? Ich glaube, es hat bald schon wieder offen. Das glaube ich eher auch, ja. Echt? Bricht der Tag schon gleich an, oder was? Ja, wir haben es jetzt vielleicht 2:30. Also es ist, wenn er jetzt bisher ankommt, wird es wahrscheinlich so eher 3:30, 4 sein. Ist das das Museum, wo wir schon mal drin waren, mit dem Meckes in der unten drin? Da haben wir doch einen funktionierenden Trick, wie wir wieder reinkommen. Ja, also ziemlich gut. Ja. Ist ja nicht so, als ob ihr euch nicht langsam, dass ihr nicht langsam lernt, wie ihr zurechtkommt in der Stadt. Ja, dann fahrt ihr zu dem Museum und tatsächlich... seid ihr dann relativ fix auch, also das Meckes hat halt 24/7 auf, also entweder macht ihr das da oder ja, woanders, weil die Vordertür tatsächlich wie mal wieder zu ist um diese Uhrzeit. Thank you.
damit war ja zu rechnen. Also der Punkt ist ja, dass wir letztes Mal, wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass Emma den einzigen Typen, der da über Nacht im Meckes seinen Dienst tut, irgendwie bezirzt hatte und ihm den Schlüssel abgeschwatzt hatte für die Zwischentür zum Museum, ne? Ja. Genau so war es. Und ja, wenn ihr da reinguckt in das Mac, ist es auch wieder der gleiche Typ, der da seine Schicht wacht. Willst du es nochmal versuchen, Emma? Oh Gott. Vielleicht sogar einen Doppelpack mit deiner neuen Tochter oder so? Das, die ist von dir. Ja, ich versuche ein paar Mal tief durchzuhalten, mich erstmal zu beruhigen, da ich ja immer noch relativ aufgebracht bin, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann steige ich gesammelt. Also wenn Melina das jetzt eben auch gesagt hat, dann man merkt schon, dass Ports ja irgendwie, ja, also der geht's halt einfach nicht gut. Der ist halt sehr schlapp und so, ne? Und es wirkt sehr hungrig. Also Frage ist, ob man sie jetzt einfach so da reinschicken sollte. Kann man ganz klar, gerade auch von deiner Seite aus, Emma, mit Nein beantworten. Okay, dann nicht mit ihr. Ja gut, das sehe ich dann ja auch selber. Aber also ich würde Emma halt fragend angucken, ob sie das nochmal wagen will oder ob wir uns was anderes überlegen müssen. Und dann ich schaue zu Porsche. Probieren wir das mal mit dem Gehorsam. Du bleibst im Wagen. Aber warum? Okay. Wenn Mami dir das sagt. Na schön. Dann schaue ich die anderen an. Ich versuch's. Kommt mit. Sollte ich nicht etwas Nahrung für Porsche besorgen? Bevor jetzt jemand am Fragen klopft und am Wagen klopft und sagt, hey Mädchen, alles in Ordnung. Sie sagt, klar, guck mal kurz in die Scheibe und habs die Babs. Das wäre wahrscheinlich gut, ja, bevor sie sich nicht unter Kontrolle hat. Das ist in diesem Zustand, in dem sie ist, ja wirklich auch schwer. Ja, wenn du es schaffst, versuch auch mir was zu organisieren. Aber natürlich, winke so mit dem Hut, den ich aufhab. Ja, dann nehme ich halt die anderen beiden und gehe Richtung des Typen. Mhm. Wo ist der gerade? Der steht hinter seiner Ladentheke. Allein? Allein. Sind Kunden da? Es ist kein Kunde gerade da. Also wahrscheinlich wird hinten in der Küche noch jemand sein. Aber jetzt so, wenn du in den Laden so reinguckst, siehst du erstmal keinen sonst. Ja, dann schmeiße ich mein bezürzendstes Lächeln auf und schaue ihn. Hallo, mein Süßer. Okay, ja. Dann mach doch mal einen, weil es dir ja gerade auch nicht so besonders gut geht. Können wir da vielleicht mal einen Test drauf machen, wie du da bei ihm jetzt ankommst auf deinen Appearance und Subterfuge. Mach mal. Gegen die 6. Heute mag mich Lady Luck. Wow, das ist doch mal ein vernünftiges Ergebnis, ja. Ja, der setzt auch sein gekonntestes Frauenaufreißer-Lächeln auf, was jetzt bei dem Typen nicht besonders aufreißerisch aussieht, aber naja. Was kann ich denn für dich tun? Wir haben jetzt hier ein neues Bestellsystem. Du musst da vorne an diesem Touchpad musst du die Bestellung aufgeben. Das geht nicht mehr so einfach hier bei mir. Aber ich kann dir gerne helfen. Kommt sofort hinter dem Tresen her.
ich bin mir ganz sicher, und ich gehe auf ihn zu und wieder mit dem Finger über seinen Oberkörper, dass du mir helfen kannst. Mhm. Ich wollte meinen Freunden hier gerne nochmal was im Museum zeigen. Und beim letzten Mal warst du doch so entgegenkommend. Vielleicht könntest du mir wieder helfen? Oh ja, natürlich. Klar, sicher. Mhm. Du bist der Beste. Und ich drücke ihm einen Kuss auf die Wange. Ja, natürlich bin ich das. Ja. Und dann sieht man so einen, irgendwie so einen etwas größeren, breitschultrigen Afroamerikaner irgendwie hinter dem Tresen irgendwie herschauen an zur Küche mit so einem Kochhut auf. Und dann, ich muss dem schnell den Schlüssel. Wir dürfen ja keinen mehr reinlassen. Ja, aber nur für die Lady. Und macht so Zwinker. Ah, klar. Mach so Tüdelü zu dem. Na dann viel Spaß. Nee, nicht so wie du denkst. So einer bin ich nicht. Ja, und dann holt er den Schlüssel und ja, schließt auch dann die Zwischentür zum Museum auf. Danke, mein Bester, und ich drücke ihm tatsächlich einen Kuss auf die Lippen. Ja, der läuft Puderzucker weiß an dem Gesicht und taumelt er so einen Schritt zurück, als du ihn wieder aus den Armen loslässt. Dann und sieht dann, man, dass dieses Weiß im Gesicht einem Rot weicht. Ja, dann gehe ich grinsend und hüftwackelnd an ihm vorbei ins Museum. Ja. Und die anderen kommen hinterher? Ja, hinterher. Wollt ihr Portia mitnehmen? Nein, die sollte ja im Wagen bleiben. Genau, ich habe mir erstmal irgendwo so gemacht. Dann. Mhm. Nein, Jonathan kümmert sich um sie. Also Jonathan bleibt im Auto und William und Jonathan folgen Emma mit ins Museum. Jonathan ist in welcher Blut besorgen für Portia und dann den zweiten für Emma und dann hinterher. Also hinter den Leuten. Also lasst ihr dann Portia im Auto alleine zurück. Nee, ich bleib bei ihr. Ah, William bleibt bei ihr. Okay. Gut. Ja, dann. Wie viele Blutpunkte kriege ich denn durch den Becher? Ein. Was dir jetzt bei du gehst dann wieder auf 7 schon ganz gut tut, weil Portia wird der einen jetzt nicht so sonderlich viel helfen an ihrem Zustand, aber besser als nichts. So, ja, dann nachdem zweimal der Bechertrick abgezogen wurde, fühlt sich der Junge da vorne an dem Tresen ziemlich wackelig auf seinen Beinen. Und ihr betretet das Museum. Zu viert. Das Museum ist so spärlich beleuchtet. Ihr sucht dann schnell noch nach dem Zugang zum ägyptischen Teil des Museums. Und müsst noch ein, zweimal einer Wache aus dem Museum ausweichen, wenn ihr das denn wollt. Dann müsstet ihr einen Wurf auf Dexterity und Stealth machen. Oder ihr sprecht die Wachen halt an. Das ist die Option. Oder euch fällt noch was anderes ein. Kann natürlich auch sein. Ich würde tatsächlich auf eine der Wachen zugehen und sie anlächeln. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Was machen Sie denn hier? Das wäre geschlossen. Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr spät hier. Und überall. Aber wir suchen eine Freundin. Sie soll noch hier sein. Sie heißt Inyanga. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Wenn nicht, dann verschwinden wir sofort. Wir wollten nur, es ist sehr wichtig. Wir müssen sehr dringend mit ihr sprechen. Ja, als du den Namen erwähnst, wird sein Blick lang so ein bisschen so erkennend. So. Und er nickt kurz und sagt dann, ja, dann folgen Sie mir.
Ja, ich wink den anderen zu, dass sie mitkommen sollen und folge ihm. Sie geht in die ägyptische Abteilung und ja, seht dann da einige so Wandfresken mit Hieroglyphen drauf und einige ausgestellte Vasen und vielleicht so Überreste von ägyptischen Kriegsgeräten und sogar so ein Streitwagen, den man irgendwo ausgegraben hat. Mumien natürlich und die Sarkophage kann man erkennen. Und ja, vor einer Wand, wo ganz viele verschiedene Farben, also verschiedene Tonscherben in so Vitrinen aufgestapelt sind schon fast. Also die ganze Wand besteht aus so einer Vitrinenwand quasi. Und überall sind es entweder so kaputte Vasen oder Scherben oder so, steht eine junge Frau. Die, Moment, müsste ich euch jetzt, glaube ich, noch in euer Google Doc reinziehen. Der Twitch-Chat sieht es schon. Wo sind wir denn? Wir sind hier bei Überzeugungsarbeit. Da unten sind wir. Arias, Sheriff, Portia, Maureen. Und dann machen wir hier mal Inyanga. Ziehen die gute mal hier rein. Oh, nicht unter Orte. Na ja, gut, das mache ich jetzt nicht, aber ihr könnt es zumindest das erste unter Orte ist sie dann. Und ja. Also sie eine afrikanische junge Frau mit so ja diesem typischen amerikanischen Kopftüchern. Und auch ja, auch die Kleidung spricht dafür, dass, also sie hat auch dieses, so diese lang wallenden afrikanische Kleider an, also eins von denen, und auch so ein Holzschmuck um den Hals. Ein ziemlich typisches Klischee-mäßig sieht es wirklich aus. Wenn man jetzt noch unter das Kopftuch schauen könnte, wären da bestimmt noch irgendwie Rasterlocken oder sowas drunter oder, ne? Und ja, die schaut sich interessiert die tönernen Vasen an und ist mit zuerst halt mit dem Rücken zu euch stehend. Man riecht so ein sehr ja, einladendes Parfum. Das riecht irgendwie so ein bisschen nach Rose, aber es ist nicht wirklich Rose. Aber es ist sehr dominant. Also es riecht sehr stark. Und ja, die dreht sich dann halt zu euch rum und erkennt dann auch die Museumswache und meint dann so, oh, wen hast du mir denn da mitgebracht? Guten Abend. Oder soll ich lieber sagen, guten Morgen, wenn ich auf die Uhr gucke? Guten Morgen, werte Inyanga. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Emma Williams. Und das sind meine Begleiter Jonathan Bauer und Melina Farinades. Oh, die Namen sagen mir irgendwas. Wo habe ich das schon mal gehört? Ich befürchte, dass ihr es gehört habt im Zusammenhang mit einer Einladung, die an euch gegangen ist für den kommenden Tag. Oh, ah, die Versammlung. Richtig. Es geht da um einen angeblichen Maskeradebruch unsererseits und nun ja, wie soll ich es ausdrücken? Da sie sicherlich eine der einflussreichsten Damen unserer Art in dieser Gesellschaft sind, wollten wir gerne bei ihnen um Hilfe ersuchen. Ist das so? Du kannst gehen, George. Ja, die Wache geht. Ich denke, es ist vielleicht sogar eine Ablenkung von größeren Themen, die uns gerade bedrohen, wenn ich das so sagen darf. Größere Themen als ein Maskeradebruch? Jetzt bin ich gespannt.
momentan besteht der Verdacht darauf, dass ein... Und sie schaut sich um, ob noch irgendjemand da ist außer ihr. Ja, die Wache ist rausgegangen. Ein, ja, und halt deine Kumpels sind halt alle da. Ne? Außer William, der sitzt ja im Auto. Genau. Dass einer unserer Art, ein Vampir, getötet wurde von einem... Wie nanntest du ihn, Jonathan? Um genau zu sein, war es eine Werkkreatur, ein Garou, ein Werwolf. Sie schaut so ganz langsam so zwischen Jonathan, Emma und Melina hin und her und spricht dann irgendwie, sie spricht generell mit einer relativ sanften Stimme und schaut euch dann irgendwie ganz intensiv, irgendwie versucht so euren Blick irgendwie zu kriegen und meint dann so, dass ein Garou. Es gibt eine Zeugin, die das gesehen hat und deren Gedanken im Rat betrachtet werden können. Außerdem war Dr. Critias mit vor Ort und hat die Spuren mit untersucht. Dr. Critias. Nun, ist Dr. Critias denn involviert in die ganze Sache? Inwiefern? Naja. Hat er was mit der Sache zu tun? Ein Kind wurde getötet. Von dem Büro. Jetzt macht sie einen sehr interessierten Eindruck. Sein Kind wurde getötet. Und das muss natürlich auch besprochen werden auf der Versammlung. Das wird auf jeden Fall zu Wort kommen. Jetzt weiß ich, was ihr meint mit Wichtigeren. Ich will nicht verhehlen, dass wir neu in dieser Art Dinge sind, dass wir sicherlich auch noch Fehler machen, aber die Fehler, die uns vorgeworfen werden, werden uns unterstellt. Beispielsweise können wir belegen, dass ein weiterer Freund von uns, der draußen im Wagen wartet, ein Freund namens William, der in der Wrestler-Szene bekannt ist, unter dem Namen Mortifer Morse, vor kurzem im Fernsehen aufgetreten ist und dort vor aller Augen einen Menschen gerissen hat. Wir können aber belegen und außer uns noch zwei andere, von denen wir wissen, dass er während dieser Zeit bei uns war und somit diesen Maskeradebruch nicht begangen haben kann. Das klingt wie eins der üblichen Intrigenspielchen. Nun, für euch mag das üblich sein. Wir auch nicht. Gibt es denn dafür Zeugen, dass ihr recht habt mit eurer Aussage? Woher weiß ich, dass dieser William nicht tatsächlich der Mörder war? Wie gesagt, außer uns war bei uns noch ein Mündel meines Clans und ein Freund von ihr oder ein Bekannter, würde ich viel eher sagen. Diese beiden können das bezeugen. Außerdem kann auch der Kaiser bezeugen, dass William zu diesem Zeitpunkt bei uns war. Richtig. Ich glaube nicht, dass er viel Gehör auf dieser Veranstaltung findet. Ich weiß nicht, ob mein Portier etwas mit, also mein Portier hat sicherlich mitgekriegt, wie ich mit William nach oben gegangen bin, aber er kann nicht feststellen, ob er die ganze Zeit in der Wohnung war. Aber zumindest das kann er bezeugen. Ja. Und Priya ist das vor unserer Tür.
Das meinte ich mit Freund von Porsche. Ach so, den meinte ich. Entschuldigung. Alles gut. Wer sollte euch denn reinlegen? Wenn ihr schon denkt, euch wird hier ein Intrigenspiel an den Hals gehängt. Warum sollte man das machen mit vier jungen Küken? Ich trete mal einen Schritt vor. Die Pyramide hat mich verbannt und gesagt, sobald ich die Stadtgrenzen verlasse, werde ich vernichtet. Und es ist auch die Pyramide, die Anklage hebt. Ist das so? Und auf dem Nachbardach von Emmas Wohnung befindet sich ein Gargoyle, der spioniert. Das trifft dann auf jeden Fall auf die Tremere hin. Und sie waren es auch, die die Versammlung einberufen haben. Alles sehr merkwürdig. Ist nur unklar, warum sie uns alle vier anklagt und nicht nur mich. Ja, das hätte ich auch angebracht, wenn es zum Treffen gekommen wäre, aber... Aber es gehen wesentlich andere Aktionen in der Stadt vor. Das Gebiet um die Wrestling-Arena, in der William normalerweise aktiv ist, wurde von einem unbekannten Käufer aufgekauft, kurz bevor diese Farce im Fernsehen erschien mit dem Double von William, das seinen Reporter tötete. Das war mir noch nicht bewusst. Da steckt anscheinend echt mehr dahinter, als man glaubt. Schwierig, schwierig. Und ihr seid jetzt hier, um mich zu überzeugen, dass ich auf der Versammlung für euch stimme. Wir hoffen darauf, ja. Und ich kenne die Anklagepunkte der Gegenpartei noch nicht. Eure Argumente klingen halbwegs vernünftig. Jetzt mal davon ausgehend, dass ihr die Wahrheit sagt. Wenn ich noch etwas zu bedenken geben darf, ist... gibt in der Psychologie Schulung für Verkäufern eine Methode, die sich die Salamitaktik nennt. Neue, unliebe Wahrheiten Teil für Teil als Information weitergeben. Und wenn man zu der ersten Kleinigkeit erstmal Ja gesagt hat, kommt die nächste Scheibe und die nächste Scheibe, bis die ganze Salami verkauft ist. Also eine Wurst, wenn Sie das kennen. Und so klingt es für mich. Niemand macht so einen Aufriss für vier Neulinge loszuwerden. Das muss eine größere Sache sein. Unsere Verurteilung wäre das erste kleine Jahr. Und dann würden die nächsten Sachen fallen. Was könnte das sein? Nun, unsere erste, wenn man es so nennen kann, Amtshandlung war, einen vermissten Verprinzen wieder aufspüren. In dieser Aktion waren, soweit ich das beurteilen kann, die Nosferatu mit verstrickt. Da der Computer des Prinzen mit sehr fortgeschrittener, ich nenne es mal Technologie, gelöscht wurde. Ihr beschuldigt die Nosferatu, an Verschwinden des Prinzen beteiligt zu sein. Interessant, habt ihr dafür Beweise? Ein Computer, sagt ihr? Ich kenne sonst niemanden, der so schnell auf Computer zugreifen kann. Ich kenne mich selbst mit Computern sehr gut aus. Oder zumindest einigermaßen gut. Ich glaube nicht, dass die Nosferatu in deine Sache verwickelt wären, ohne dass ich davon wüsste. Ihr habt einen guten Draht zu den Nosferatu? Sagen wir, ich kenne Khalid ganz gut. Und das ist? Der primogene Nosferatu. Dachte ich mir.
Er ist nicht die Art von Vampir, die den Prinzen einfach so um die Ecke bringen möchte. Das traue ich ihm nicht zu. Gibt es denn mal Nosferatu, die außerhalb der Camarilla oder dem Clan arbeiten? Natürlich gibt es Nosferatu außerhalb der Camarilla. Aber was nach allem, was ich von den Nosferatu weiß, sind sie sehr Clan, also Clantreu. Der Clan geht über die Sekte. Wenn man das so sagen darf. Sie klüngeln ziemlich eng beieinander, ähnlich wie die Anarchen. Aber die Anarchen machen es, weil sie nur so wenige sind und sie sonst keine Chance hätten. Die Nosferatu machen es aus Ehrgefühl oder so etwas. Manchmal wünschte ich, die meines Clanes wären auch so ehrenvoll zu mir oder zu unserem Clan. Aber es liegt uns im Blut, dass wir nach Freiheit streben. Von daher möchte ich hier nicht mit harter Hand regieren, sondern gebe ihnen auch ihre Freiheiten und bin dann froh, wenn sie mir diese Freiheit auch gewähren. Verstehe. Ich bin auch froh, dass Lodin wieder da ist, muss ich sagen. Die Zeit, wo er weg war, war aufwühlend, würde ich sagen. Nun, ich muss auch ehrlich sein mit euch. Ihr habt mich nicht zu 100% überzeugt von eurem Anliegen, einfach weil ich die Gegenseite nicht kenne. Aber es klingt für mich schon, wenn alles das wahr ist, was ihr behauptet, ist es ein abgekartetes Spiel gegen euch und gegen Lodin. Das heißt, man schlägt dir vor, was wir tun können, um ja, die Wahrheit ans Licht zu bringen, beziehungsweise euch vielleicht zu überzeugen. Ich werde mir die Argumente der Gegenseite anhören und dann für mich die Entscheidung treffen, wer recht hat. Eure Argumente kenne ich jetzt. Und da ihr mir relativ viel offen erzählt habt, wovon ich euch irgendwie so abrate, das mit jedem zu tun, vertraue ich euch in diesem Sinne. Dann, und außerdem finde ich diese Sache mit dem Garou interessant. Das wird hohe Wellen schlagen bei der Versammlung. Ich denke auch, dass das wichtiger ist als ein Maskeradebruch eines kleinen Frischlings. Wenn er denn im Fernsehen auch noch war, ist es natürlich eine andere Sache, aber es gibt einige Clans, die es vermögen, wie andere auszusehen. Und das wissen die anderen auch. Die Nosferatu und die Malkavianer zum Beispiel. Warum sollten die Malkavianer? Es gibt auch einige Attentäter, die nicht zur Camarilla gehören, die das wohl manchmal können. Aber es ist schon eine ziemliche Dreistigkeit, im öffentlichen TV der Menschen einen Blutmord zu begehen. Ich würde das aber, wenn es nach mir geht, auch nicht unbedingt als Maskeradebruch bezeichnen. Immerhin war es, habe ich das richtig verstanden, innerhalb eines TV-Programms von Wrestling oder so? Ich denke, dass die Zuschauer meinen könnten, dass es eingestellt war. Ja. Immerhin gehört es zur Show, oder? Ja, aber die Besitzer des Kanals, der Show, des Events, werden ja sehen, ob er wirklich tot ist und sie müssen dann die Polizei alarmieren. Die Staatsanwaltschaft wird
agieren. Habt ihr da schon mal nachgefragt? Noch nicht, aber das ist eine sehr gute Idee. Gut, dann. Bin ich gespannt, was ich dann morgen auf der Versammlung zu hören bekomme. Nach alledem, was ihr mir gesagt habt, wenn das alles stimmen sollte, dann habt ihr nichts zu befürchten. Ben. Dann danke für eure Zeit. Sie nickt. Ja, dann weiß ich nicht, verlasst ihr das Museum wieder? Findet Portia mit William irgendwie draußen im Auto vor? Was hast du denn währenddessen, während die anderen da drin waren, mit Portia angestellt, William? Hoffentlich nichts Unanständiges. Selbstverständlich nicht. Ich habe ihr versucht, Wrestling näher zu bringen und dass man auch im Wrestling einen Valet braucht, das einem zum Ringen begleitet und um den Ring scharwenzelt, um das Publikum gegen einen aufzubringen oder auch für einen jubeln zu lassen. Ja. Und dass sie doch definitiv das Valet sein könnte, wenn sie das denn wollen würde. Und dass das alles doch bestimmt auch in ihrem Sinne ist und so weiter und so fort. Ja, sie hört dir aufmerksam zu und stimmt dir dann auch zu, dass das dass sie das wohl könnte. Frage ist halt nur, für wen sollte sie dann Valet sein? Ja, selbstverständlich. Für Mortifer Mors, es gibt doch nur einen. Ja. Das ist natürlich cool. Da hätte ich dann auch ein Vampir-Gimmick. Er ist selbstverständlich. Ja, nun, man könnte ja auch ein anderes Gimmick wählen. Nein, oder ich habe eine Idee, du könntest auch mein billiges Opfer sein. Das wäre auch ein gutes Gimmick. Ja, pass auf, ich erläutere es dir. Ich habe eine furchtbar gute Idee. Eine furchtbar. Sie ist so gut, Siri. Merke dir die Idee. Pass auf, wir machen es so. Du bist mein Valet und du gehst mit mir zum Regen. Aber das machst du nur deswegen, weil du unter meiner Fuchtel stehst, weil ich dich immer lobpreise und dich von meinem Blute trinken lasse und wir so gestärkt. Aber ich will dein Blut doch gar nicht trinken. Das ist mir egal, das ist ja nur, es ist ja Schauspielerei. Schauspielerei. Ah, und dann soll ich schauspielern, wie ich dein Blut trinke. Genau. Wie sieht das denn aus? Mein Blut? Mhm. Nein, dieses Blut trinken lassen, das muss ja auch echt aussehen. Ja, selbstverständlich. Das sieht auch sehr echt aus. Ja, wie denn? Nun, ich weiß noch nicht so genau. Also, wir nehmen einfach Blutkapseln. Ja, das ist eine gute Idee. Blutkapseln sind das sind, wie sagt man doch gleich, Schauspielblut. Schauspielblut. Genau. Klingt gut, ja. Fahr fort. Also, ich bin die Unterwürfige, obwohl das gefällt mir eigentlich nicht besonders gut. Wenn ich unterwürfig bin, kann ich nicht so gut Stimmung machen. Ja, das ist wohl wahr. Aber, ich bin auch eher dominant. Nein, bist du nicht. Du bist dann ganz klar unterwürfig, denn... Ich will lieber so sein wie Emma. Emma ist auch dominant. Nein, bist du aber nicht. Warum sind eigentlich immer die Männer, die von den Frauen herumschlawenzeln? Wieso kann ich nicht in den Ring und du schlawenzelst umher? Ganz einfach, weil ich Mortifer Mors bin. Ich bin
Portia. Ja, aber du bist nicht Mortifer Morst. Das ist kein Argument, William. Doch ist es. Nein, ist es nicht. Wir fragen immer, wenn sie zurückkommen, und sie wird auch sagen, dass das kein Argument ist. Doch ist es. Und wenn wir schon zwei sind, die sagen, dass es keins ist, dann ist es keins. Doch ist es. Wir werden abwarten. Und wenn Melina sagt, das garantiert auch. Und Jonathan, bin ich mir nicht so sicher, der hat Angst vor dir. Ja, es ist, er braucht gar keine Angst haben, er ist doch auch mein Valet. Ach, du hast schon eins. Nein, also sagen wir mal so. Also bin ich nur Plan B für dich oder was? Nein, 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 du bist Plan A. Pass auf, ich erkläre es dir. Es ist doch ganz einfach, guck mal. Du bist für die männlichen Zuschauer da. Und Jonathan für die Frauen, das ist eine schlechte Wahl. Naja, ich trainiere ihn ja noch. Er bekommt bestimmt bald ein bisschen Obermuskulatur so. Und er braucht ja nur, dem ziehen wir einfach. Wir brauchen Jonathan dafür. Eine Hose ich kann, an. Ich kann auch sehr anziehend auf Frauen wirken. Na gut, wenn du das sagst, dann glaube ich dir und dann brauchen wir Jonathan tatsächlich nicht. Aber ich habe trotzdem einen Plan mit Jonathan. Er wird mein Tag-Team-Partner. Oh, was ist das? Das ist, wenn man nicht alleine in den Ring geht. Einer steht draußen auf dem Apron und lässt sich eintaggen von dem anderen, wenn der andere mal ein wenig unterlegen ist. Außerdem... Oh, das kann ich auch. Stimmt, dann bin ich dein Tag-Team-Partner. Das geht nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil das nicht geht. Frauen sind nicht in einem Tag-Team. Du darfst ab und zu, wenn du möchtest, schmutzige Tricks anwenden. Ich schaue so auf ihr Handy. Du darfst beispielsweise sagen wir mal... Die Finger so über das Display rasen. Hallo, hörst du mir überhaupt noch zu? Ja, klar. Okay. Also sagen wir mal, du darfst... Hör doch mal auf damit, das macht mich ganz nervös. Leg das Handy weg. Guck hier. Zeig dir so hier Triple H und seine Frau. Tag Team. Ja, in einer besonderen Situation. Und da wollte ich ja gerade rauf hinaus... Das können wir auch machen. Ah, sehr gut. Ja, wollte ich doch. Ja, und in dem Augenblick kommen die anderen drei auch irgendwie zum Auto. Was treibt ihr? Oh, wir haben einen Plan geschmiedet. Emma, meinst du, ich wäre unterwürfig? Sie fing an zu lachen. William meint, ich könnte sein unterwürfiges Valet werden. Was ist ein Valet? Schaust du zu William? Ein Valet ist ganz einfach eine Person, die einen unterstützt und am Ring rumschlawenzelt, um den Männern und den Frauen in der Halle den Kopf zu verdrehen, damit sie nur noch Augen für Mortifer Morse und seinen Tag-Team-Partner und seinem Valet haben. Erstens, warum muss es dann unterwürfig sein? Und zweitens, wenn sie den Leuten den Kopf verdreht, wieso haben die dann nur noch Augen für dich? Das könnte in der Tat ein Problem werden, William. Wenn ich einmal anfange, dann gucken die nicht mehr auf dich. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Aber habt ihr irgendwas rausgefunden? Das wäre mir jetzt irgendwie viel wichtiger als diese Sache.
Habt ihr diese Ina gefunden? Haben wir. Und? Stimmt für uns? Sie war nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich glaube, wir haben ihr offen genug davon erzählt, was wir wahrgenommen haben um uns herum, sodass sie mit offenen Augen in die Verhandlung geht. Und wenn sie den Eindruck hat, dass wir ihr die Wahrheit erzählt haben, die sie uns jetzt noch nicht ganz abgekauft hat, dann wird sie für uns stimmen. Das ist gut. Sehr gut. Dann haben wir jetzt eine Überzahl, oder? Für morgen. Wenn es gut läuft, ja. Gut. Ich will euch ja nicht verlieren. Oh. Lächelt Emma an. Ja. Wo fahrt ihr denn jetzt noch hin? Oder wollt ihr an diesem Abend noch irgendwas unternehmen? Wie spät ist es denn jetzt? Es ist kurz vor Sonnenaufgang. Also viel werdet ihr nicht mehr erledigen können. Nee, dann würde ich vorschlagen, dass wir in die Wohnung zurückfahren. Ja. Passt auch ganz gut, denn wir haben die 2,5 Stunden für heute auch wieder rum. Und beim nächsten Mal sind wir dann tatsächlich bei der Verhandlung zugegen. Hoffentlich. Es sei denn, euch fällt irgendwie noch was anderes ein, was ihr noch unternehmen könnt. Aber ich fand, heute habt ihr einiges Interessantes noch herausgefunden. Und ich bin gespannt, wie die anderen alten Vampire, also ja, was heißt die anderen, die kennt ihr ja fast alle inzwischen schon, außer den Nosferatu und den Toreador Primogen, kennt ihr ja irgendwie jetzt schon, von den Primogen zumindest schon alle. Und vielleicht seht ihr noch ein paar andere von den Vampiren der Stadt. So eine Versammlung ist ja immer auch ein Ort, wo man diejenigen sehen kann, die sich in der Ankamarilla halt auch arrangieren. Und ja, wird Mortifer Morse ein weibliches Valet bekommen oder hat Jonathan doch noch Chancen als Valet? Können die 4 Vampire mit ihren Argumenten die Gangirl Primogen überzeugen? Was habt die Gegenseite überhaupt für Argumente? Und kriegt Kritias seine Rache? Was passiert mit den Garou? Und wie reagiert der Prinz darauf, dass Garou mitten in der Stadt Vampire töten? Das alles beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade V20. Wahrscheinlich in 2 Wochen oder so. Schaut mal, um sicher zu gehen, auf den Nerdpol. Die Adresse läuft oben durch. Da findet ihr auch ganz viele andere Rollenspiel-Streams, die so sind wie dieser hier. Teilweise sogar noch besser. Zum Beispiel auch von Zero und Joe, die auf ihrem Kanal Zero und Joe to Go ein tolles John Sinclair-Spiel hier abziehen. Das finde ich sehr gut. Bis jetzt. Oder ihr guckt bei Mischka, der macht fast jeden Tag irgendwas. Unterschiedliches Zeug. Von DSA angefangen über 40k bis hin zu Dungeons and Dragons und so weiter. Ja, und oder ihr wartet einfach bis nächste Woche Sonntag, da gibt es bei mir wieder Phileas und Saga. Und demnächst gibt es auf diesem Kanal auch noch etwas Neues zu entdecken, aber da verrate ich noch nicht zu viel drüber. Wenn ihr auf dem Nordpol aktiv unterwegs seid, wisst ihr schon, worum es geht. Aber sonst lasst euch überraschen. Und ich sag mal Dankeschön an meine Mitspielerinnen und Mitspieler. Danke fürs Leiten. Und danke an alle, die zugeguckt haben. Ich kann ja nochmal ein paar Namen nennen. Besonders der Dädro, der hat mir heute sehr gut gefallen, weil er auch so aktiv auch Bescheid weiß. Das ist sehr schön. Jemand, der ganz viel sich auch Gedanken macht über die Runde. Das finde ich immer ganz gut. Der Spoon auch, der hat da auch ganz gut. Die Feramin war auch fett dabei. Feramin, genau. Mit Wissen. Ganz toll. Und ja, Hotney war zwischendurch da. Wasserratte hat einen schönen Abend gewünscht.
sehr schön. Finde ich generell, wenn ihr irgendwie zuguckt, live zuguckt, schreibt einfach mal ein Hallo da rein, das ist irgendwie ganz, ganz nett zu sehen. Oder wenn ihr es nachguckt, hier auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar. Da freuen wir uns alle immer drüber. Und wenn es positiv ist, dann erzähle ich das meinen Mitspielern auch. Ansonsten lösche ich es einfach. Nein, Blödsinn. Ihr dürft natürlich auch Kritik äußern. Aber wenn, dann sagt was Konstruktives, bitte. Ja. Dann sage ich mal lächeln und winken und dann tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.